Hallo, schön, dass ihr am Start seid am heutigen schönen Mittwoch. Ich bin alleine im Studio, aber nicht generell alleine. Grüß dich, lieber Alfred. Hallo, guten Abend. Genau, ähm, heute Abend sprechen wir über die Wahlen in den USA, die ja jetzt, ich glaube, in einer Woche anstehen. Mhm. Und ähm, Joshua ist gerade irgendwo über dem Atlantik wahrscheinlich und auf dem Rückflug zu uns. Und ich bin turbokrank. <laughs> ähm, deswegen macht heute vor allen Dingen Alfred die Show und ich moderiere nur so ein bisschen. Weil, wenn ich krank bin und Matsch im Kopf, dann laufe ich Gefahr, Unsinn zu reden. Ist ja nicht so schon auch der Fall, aber dann wird es noch schlimmer. Ähm, insofern <laughs> überlasse ich, äh, ja, the stage is yours, würde man vielleicht jetzt sagen, bei in Amerika. Okay, das heißt dann aber auch, ähm, dass ähm, wenn Marian heute äh, als Kommentator und Nachfrager ein bisschen ausfällt, dass ich umso mehr auf eure Kommentare und Anregungen angewiesen bin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da so ein bisschen was im ähm, Chat eben schreibt und dann würde ich auch versuchen, darauf einzugehen, dass es zumindest so ein bisschen einen Gesprächscharakter hat. Genau, also ich hatte mir überlegt, genau, dass. Was, ähm, vielleicht schreie ich irgendwie zwischendurch sowas wie Make America Great Again oder so rein. <laughs> oder genau, also ich hatte mir zum Ablauf <laughs> überlegt, ich habe dich jetzt gerade nicht so ganz verstanden, Marian. <laughs> Wie gesagt, ich bin, ich habe, ich hab dann mich dann korrigiert und meinte, make Anarchism great, great again. So, jetzt höre ich auch auf. Also okay, alles <laughs> Okay, also ähm, genau. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn man jetzt quasi die jetzige Situation in den USA verstehen möchte, dass man erst so ein bisschen spricht über die zwei vorhergehenden Präsidentschaften. Also was ist in Trumps Ära passiert und was ist dann unter beiden passiert? Also das würde ich zuerst mal ein bisschen ähm, ausführen und dann würde ich gerne auf die jetzige Situation eingehen. Also was sind die Wahlprogramme der beiden Kandidaten. Und da wir, da ich also der Meinung bin, wie Marian sicherlich auch, dass letztendlich es aus unserer Perspektive auch gar nicht so sehr darauf ankommt, wer jetzt ähm, bei so einer Wahl gewinnt, sondern eher, ähm, was es an sozialen Kämpfen und an ähm, Gegenmacht von unten gibt. Deswegen würde ich also im Schluss... Teil gerne noch darauf eingehen, was es denn in den letzten Jahren an sozialen Kämpfen in den USA eben gab. Okay, ähm, gut, dann würde ich anfangen ähm, mit der äh, Trump-Präsidentschaft. Und ähm, da bin ich bei der Vorbereitung auf einen deutschen Politikwissenschaftler gestoßen, der heißt ähm, Stefan Bierling. Der ist jetzt nicht so interessant an sich, aber der hat halt gemeint, was ich ganz äh, passend fand, dass sich Trump eben auf drei ähm, Wählergruppen oder drei gesellschaftliche Gruppen stützt oder gestützt hat bei seiner ersten ähm, Präsidentschaft. Und das wären A. Wirtschaftsliberale, B. Wutbürger und C. Evangelikale. Und also dieses zweite, also Wutbürger ist jetzt natürlich so ein bisschen ein unscharfer Begriff, auch eher so ein Feuilleton-Begriff ähm, ähm, aus den bürgerlichen Zeitungen. Aber wenn man sich überlegt, was damit gemeint ist, und ich denke, er meint damit sowas wie eben Angehörige der weißen ähm, Arbeiterklasse, die eher die Verlierer der, der Industrialisierung der letzten Jahrzehnte ähm, sind und die aber ihre Unzufriedenheit auf eine populistische Weise äußern. Also ähm, Forderungen an den Staat ähm, stellen, gegen Minderheiten hetzen und eben nicht äh, in der klassenkämpferischen Weise auf ihre Situation oder die Verschlechterung, die sie erleben, reagieren. Ich denke, wenn man das so fasst, dann ist dieser Begriff gar nicht so verkehrt. Und dann ähm, kann man tatsächlich anhand dieser drei Begriffe schauen, was war denn das Programm von Trump, was für Angebote hat er diesen drei Gruppen gemacht und ähm, ja, was kam dann dabei raus. Und also die, die erste Gruppe, die Wirtschaftsliberalen, damit sind gemeint Leute, die eben Anhänger einer radikalen freien Marktwirtschaft sind, also wo die Unternehmen quasi. Freie Bahn haben das zu machen, was sie wollen, und der Staat sie da möglichst wenig behindert, also quasi Unternehmer, Aktienbesitzer und so weiter. Und also der, das Angebot, das er an die gemacht hat, ähm, war vor allem eine große Steuersenkung, die er also durchgesetzt hat, ähm, vor allem zugunsten der Reichen. Also die ähm, Gewinnsteuer für Unternehmen wurde von 35 auf 21 Prozent gesenkt und ähm, die Idee dahinter, mit der das begründet wurde, war halt, dass ähm, gesagt wurde, wenn die Reichen sozusagen nicht so viel Steuern zahlen müssen, dann haben sie ja mehr Geld in der Tasche, dann können sie auch mehr investieren. Und das sorgt dann für Wirtschaftswachstum und für Arbeitsplätze. Und dadurch hilft er sozusagen allen, wenn man den Reichen hilft. Und er hat eben versprochen, vier Prozent Wirtschaftswachstum im Jahr würde dadurch entstehen und bis zu 25 Millionen neue Arbeitsplätze. Und ähm, diese Sache hat aber nicht ganz so geklappt, wie das also versprochen war, ähm, weil eben dieses zusätzliche Geld, was dann die Unternehmen hatten, dann eher für Dividenden für die Aktionäre ausgegeben wurde oder dass die Manager halt üppige Gehaltserhöhungen bekommen haben und dass äh, die Investitionen, die da ähm, eigentlich dabei rauskommen sollten, also nur sehr wenig getätigt wurden. Und es gab tatsächlich dann auch kurzzeitig ein größeres äh, Wirtschaftswachstum, aber das war eher ein Strohfeuer. Ähm, was auch nicht diese Zuwachs an Arbeitsplätzen geschaffen hat, wie das als versprochen war. Und ein weiterer Nachteil war, dass die Staatsverschuldung eben enorm gestiegen ist in der Zeit. Also insgesamt war das quasi eine Umverteilung von ähm, unten nach oben, was natürlich den Unternehmern durchaus genützt hat, aber dem Rest der Bevölkerung halt eher geschadet. Und dann kommen wir dann zur zweiten Gruppe, zu den sogenannten Wutbürgern. Ähm, die haben ja quasi von dieser ähm, Steuersenkung nicht profitiert. Und ähm, für die hat sich äh, Trump was äh, überlegt, was quasi eigentlich dem Wirtschaftsliberalismus stark äh, widerspricht. Nämlich ähm, er hat äh, sich dafür eingesetzt, Schutzzölle einzuführen. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass äh, die USA ein sehr großes Handelsdefizit haben, seit längerem schon, also mehr Waren einkaufen, als sie verkaufen. Und Trump hat das immer darauf zurückgeführt, dass da unfaire Handelspraktiken am Werke wären. Also dass quasi die anderen ähm, Länder irgendwie die USA unfair behandeln und deswegen quasi jetzt ähm, die USA dann darunter leiden. Und ähm, ich würde sagen, das ist äh, verkehrt. Letztendlich liegt es eher daran, dass einfach ähm, die Konkurrenz äh, der USA mittlerweile halt produktiver oder auch günstiger die Produkte verkaufen kann. Und da ist jetzt nicht so viel ähm, Unfairness dabei. Aber auf jeden Fall war es eine versprochene Lösung, wenn jetzt ähm, die Zölle erhöht werden auf ähm, Importe, dann würde das zu einer ausgeglicheneren Handelsbilanz führen und ähm, dann würde sozusagen wieder mehr im eigenen Land eingekauft und das würde ähm, Industriejobs zurück in die USA bringen. Und Trump hat dann tatsächlich auch eine Reihe von Strafzöllen erlassen, also vor allem gegenüber China, aber auch teilweise gegen äh, die EU. Und ähm, eben mit dem Versprechen, dass dadurch wieder ähm, eine große industrielle Basis aufgebaut werden soll in den äh, USA. Das ähm, hat aber so nicht funktioniert. Ähm, stattdessen ist es eher der Effekt gewesen, dass sich einfach die Importe eben verlagert haben, dass also nicht mehr ganz so viel aus China importiert wurde, dafür aber mehr aus Mexiko oder aus anderen Ländern und dass das Handelsdefizit insgesamt sogar eher zugenommen hat. Und dass auch die Industriejobs also nur sehr geringfügig gewachsen sind ähm, in den USA und das letztendlich nicht ähm, wirklich zu einer Verbesserung eben dieser Klientel ähm, geführt hat. Ähm, und dann ist eben ein weiterer Punkt, dass Trump sozusagen, wenn er schon die materiellen Bedingungen seiner Wählerklientel nicht wirklich verbessern konnte, dass er dann wenigstens ihr Ressentiment befriedigen wollte. Und das hat er dann vor allem durch den Kampf gegen Migration getan. Also er hat ja das Wahlkampfversprechen damals gemacht, dass er eine große Mauer bauen möchte an der mexikanischen Grenze und dass er sogar die Mexikaner dafür bezahlen lassen möchte und dass er insgesamt einfach ein sehr scharfes Vorgehen gegen illegale Immigration ähm, versprochen hat und ähm, dadurch tatsächlich auch ähm, Wählerstimmen von vielen nationalistisch und rassistisch eingestellten ähm, Wählern gewonnen hat. Und ähm, das hat er dann auch versucht umzusetzen, als er an der Macht war. Dieser Mauerbau wurde teilweise umgesetzt, weil eben der Kongress sich dann geweigert hat, Gelder dafür freizugeben. Dafür gab es einen sogenannten Muslim-Bann, also schon ganz am Anfang seiner Präsidentschaft hat er ein Einreiseverbot ähm, verhängt ähm, für eine Reihe von muslimischen Ländern, und zwar weil er pauschal den Leuten dort unterstellt hat, Terroristen zu sein. Und ähm, gegen diese Maßnahme gab es auch massive Proteste, da werde ich später auch noch drauf eingehen. Und das wurde also auch zweimal von äh, Gerichten gestoppt ähm, per einstweiliger Verfügung und dann am Ende in einer Veränderten Form dann doch ähm, dauerhaft durchgesetzt. Und insgesamt hat er also auch sonst eine Zero-Tolerance-Politik an der Grenze eben versucht durchzusetzen. Es gab mehr ähm, Razzien und ähm, Abschiebungen und ähm, es gab also eine besonders ähm, brutale ähm, Maßnahme, war, dass man eben Kinder und Eltern getrennt hat, wenn die über die Grenze gekommen sind und aufgegriffen wurden. Und ähm, dass man eben gesagt hat, okay, die Eltern sind ja Straftäter jetzt, weil sie ja die Grenze illegal überschritten haben und man darf jetzt die Kinder nicht bei den Straftätern im Gefängnis lassen, sondern muss sie irgendwie anders verwahren. Und ähm, das war ja eine sehr grausame äh, Praxis, die dann als halt auch sehr stark ähm, in der Kritik war und die dann irgendwann auch zurückgenommen wurde. Aber es ist wohl so, dass bis zum heutigen Tage noch nicht alle Kinder, die damals von ihren Eltern getrennt wurden, zu denen zurückgekehrt sind. Also es gibt immer noch Kinder, die nicht zu ihren Eltern gekommen sind und das ist ja schon eine sehr ja, heftige Sache und ähm, genau also das war zur Migrationspolitik äh, dann ähm, wäre ja diese dritte äh, diese dritte Wählergruppe auf die er sich gestützt hat die Evangelikalen das sind also sehr konservative Christen die sich vor allem durch so einen Kulturkampf ähm, hervortun, dass sie also bestimmte ähm, ja, liberale Entwicklungen in der Gesellschaft zurückdrehen wollen, dass sie gegen Abtreibung sind, dass sie Rechte von Queer-Personen einschränken wollen und so weiter. Und um quasi deren Interessen zu befriedigen, hat ähm, Trump drei neue ähm, Richter ernannt am ähm, Supreme Court, also am höchsten Gericht der USA. Das ist so, dass man da auf Lebenszeit reingewählt wird. Und da sind eben in der Amtszeit von Trump drei ähm, Leute, ähm, ich weiß nicht, entweder gestorben oder aus Altersgründen da zurückgetreten. Und dann konnte eben Trump drei neue Leute ähm, ernennen. Und er hat da eben sehr konservative Kandidaten ausgewählt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die noch über seine Amtszeit hinaus ähm, eine Wirkung ähm, hatte, weil erst dann ähm, 2022, also als er schon abgewählt war, haben, wurde dann vom obersten Gerichtshof, ähm, ein Urteil gefällt, was das nationale ähm, Abtreibungsrecht eben quasi gekippt hat. Also es gab bisher ein Gesetz, das war ähm, seit 1973 ähm, in Kraft oder das war ein, damals ein Urteil, was eben gefällt wurde, ähm, äh, Roe versus Wade. Und das ähm, hat äh, bestimmt das halt in den USA insgesamt ähm, Abtreibung erlaubt ist im ganzen ähm, Bundesgebiet. Und das wurde gekippt. Und seither haben also einzelne Bundesstaaten ähm, strengere Abtreibungsgesetze erlassen und ähm, in 13 Bundesstaaten gibt es de facto eigentlich ein Verbot von Abtreibungen mittlerweile und viele Frauen müssen dann in andere Bundesstaaten ähm, reisen, wenn sie abtreiben wollen und so weiter. Und also das ist tatsächlich eine Sache, wo dann halt Trump zu einer sehr äh, ja deutlichen Verschlechterung der Lage ähm, ja beigetragen hat. Okay. Das wäre soweit erstmal zu Trumps Präsidentschaft. Gibt es dazu irgendwelche Nachfragen im Chat oder Kommentare von dir, Marianne? Nightmare hatte sich hier noch eine Konkretisierung gewünscht bei dem Begriff der WutbürgerInnen, dass es sich hier nicht nur um, äh, nicht nur um ArbeiterInnen handelt, sondern auch um ja kleinbürgertum die, die dann halt von abstiegsängsten getrieben sind ja also ich da würde ich ähm, der konkretisierung auf jeden fall zustimmen ich denke das ist richtig ähm, dass auch solche leute damit ähm, gemeint sind ganz genau also können auch kleine ladenbesitzer zum beispiel sein oder sowas Genau. Auf jeden Fall halt Leute, die sich eben gerade nicht klassenmäßig definieren, sondern die sich halt irgendwie diffus als das Volk gegen die Elite fühlen oder sowas. Was mich auf jeden okay. Fall, was mich auf jeden Fall jetzt noch gleich interessieren wird, ist, ähm, ob die Dinge, die jetzt äh, Trump eingeführt hat in seiner Amtszeit, äh, zurückgedreht wurden in der beiden Zeit. Also zum Beispiel mit den Abschiebegesetzen, mit den Abschiebe äh, mit dem, ähm, Abtreibungsgesetzen und so. Ja, da ähm, können wir drauf kommen. Also ähm, genau, die Demokraten hatten dann ja erstmal nach dem Schock der Niederlage gegen Trump, mit dem sie nicht gerechnet haben, äh, erstmal vier Jahre Zeit quasi, diesen Schock zu verdauen und haben da schon eine recht gründliche Reflexion angestellt und sich überlegt, okay, woran lag es und was müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Und da hat sich dann so in den demokratischen ähm, Thinktanks und Diskussionen schon die Erkenntnis durchgesetzt, dass die neoliberale Politik, die jetzt die Demokraten ähm, Clinton oder auch Obama ähm, geführt haben, dass sie tatsächlich ähm, Trump teilweise den Boden bereitet haben. Also wenn sie die Deindustrialisierung und die soziale Spaltung immer weiter vorangetrieben haben, dann hat das ja genau dieses Potenzial ähm, erzeugt. Was dann Trump ähm, genutzt hat. Also, er konnte zwar diese Probleme auch nicht lösen, wie wir gesehen haben, aber er hat zumindest von der Wut der Menschen ähm, profitiert, indem er eben Scheinlösungen dafür angeboten hat und dadurch dieses Ressentiment in Wählerstimmen für sich ausgenutzt hat. Und da haben die Demokraten es eben gesagt, brauchen wir irgendwie eine andere Politik, um dem entgegenzusteuern. Und was auch noch als Aspekt dazu kam, ist, dass es ja Bernie Sanders dann ähm, gab. Der ja sozusagen eine linke innere Opposition innerhalb der Demokraten ähm, äh, darstellt und die auch gar nicht so schwach war und quasi auch diesen neoliberalen Kurs des Partei Establishments in Frage gestellt hat. Und ähm, als Biden dann an die Macht äh, gekommen ist, hat er eben angekündigt, einen fundamentalen Bruch ähm, mit der sogenannten Trickle-Down-Ökonomie. Ähm, zu machen. Trickle Down ist ja sozusagen die Idee, also, dass wenn man den Reichen ähm, hilft, äh, mehr zu investieren und mehr ähm, Profite zu machen, dann wird da irgendwie Geld auch hinuntersickern zu den Ärmeren und deswegen sei das für alle gut. Und das hat Biden gesagt, wollen wir nicht mehr machen, sondern ähm, unsere Politik, die dann auch Nomics eben genannt wurde, die ähm, soll sozusagen von unten und ähm, von der Mitte aus ähm, die Gesellschaft stärken und ähm, sozusagen vor allem den unteren äh, Einkommensschichten zugutekommen. Und er hat sich zum Beispiel auch selber als den gewerkschaftsfreundlichsten Präsidenten in der Geschichte der USA bezeichnet und hat dann einmal auch ganz demonstrativ vor einer Picket Line, also bei einem Streik, posiert. Und das ist auch was, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für ähm, amerikanische Präsidenten. Und deswegen, zumindest in der Rhetorik, ist das schon eine Abkehr vom Neoliberalismus. Und dann ist natürlich die Frage, wie das in der Realität aussieht. Das ist und, schon, ähm, eine der ersten. Ja, das ist ganz geil mit dem ähm, gewerkschaftsfreundlichen Präsident. Das natürlich, erinnert sehr stark an, was dann Trump immer ge gesagt hat. Er hat dann auch mal diese Ultima Ratio für sich benutzt, wie ich bin der am wenigsten rassistische Mensch, den du treffen kannst und so. <laughs> Ja, aber das ist, glaube ich, auch generell so ein bisschen, was in der amerikanischen politischen Kultur, also mit diesen Superlativen ähm, umzugehen, ist da auch viel üblicher, ähm, als es jetzt in Deutschland ist. Also sowas, wenn jetzt die Republikaner in ihrem Programm schreiben, wir sind das großartigste Land der Welt und wir haben die beste und innovativste arbeiterklasse überhaupt oder sowas das sind halt glaube ich schon begriffe das würde man in deutschland jetzt wohl nicht sagen also auch wenn man jetzt stolz auf deutschland ist würde man da nicht ganz so dick auftragen genau ähm, und äh, genau jetzt muss man halt ein bisschen dann hinter die kulissen schauen was das eben mit diesem gewerkschaftsfreundlichsten präsidenten und seiner angeblich arbeiter innenfreundlichen Politik dann so auf sich hat. Und eine ähm, wichtige Maßnahme war dann schon ganz am Anfang von seiner Präsidentschaft der sogenannte American Rescue Plan. Und das war eigentlich ein großes Konjunkturpaket, was also ähm, ja so am Ende der Corona-Pandemie quasi ähm, Geschnürt wurde und ähm, was 1,9 Billionen ähm, Dollar umfasst hat und das größte Konjunkturpaket in der US-Geschichte war und was einfach quasi diese Wirtschaftskrise, die durch die Lockdowns und ähm, durch halt die Corona-Maßnahmen ausgelöst war, ähm, beheben sollte. Und ähm, weil das eben so ein großes Konjunkturpaket war, hat das tatsächlich auch dafür gesorgt, dass die USA schneller und besser aus der Wirtschaftskrise rausgekommen sind als Europa. Und ähm, das Programm hat tatsächlich auch die unteren und mittleren Einkommen ähm, überdurchschnittlich ähm, entlastet. Also es gab sogenannte Konsumchecks, also dass einfach ähm, an jeden US-Bürger ein Scheck, ich glaube in Höhe von 1.400 Dollar ausgezahlt wurde, dass man einfach Geld so in die Tasche bekommen hat. Das gab es unter Trump auch schon mal, aber dann unter Biden eben noch mal. Aber es gab auch sowas, dass das Arbeitslosengeld aufgestockt wurde, was ja also äh, bisher sehr niedrig immer war in USA, dass es äh, mehr Mittel gab für öffentliche Schulen, fürs Gesundheitswesen, dass es Lebensmittelgutscheine gab für sehr arme Leute, dass es auch einen Stopp ähm, von ähm, Zwangsräumungen aus Wohnungen gab, dass es äh, Steuergutschriften für Eltern gab und das war eine sehr wichtige Sache. Das ist im Grunde so wie ein Kindergeld, ähm, dass also äh, Eltern einfach für jedes Kind weniger Steuern zahlen mussten. Und das hat wohl zu einer Reduzierung der ähm, Kinderarmut in den USA um 50 Prozent geführt. Also allein diese Maßnahme. Also da sind sozusagen schon eine ganze Menge im Grunde sozialer ähm, Maßnahmen. Man kann sagen, dass die USA da zum ersten Mal sowas oder zum ersten Mal seit langem sowas wie einen Sozialstaat plötzlich hatten durch diese Corona-Maßnahmen. Ja, Hilfsmaßnahmen. Das Problem dabei war, dass es eben zeitlich begrenzt war. Das war einfach eine Sache, die quasi aus der Krise nach Corona helfen sollte, die aber dann nach einem Jahr oder sowas ausgelaufen sind. Und ähm, Biden hatte ursprünglich vor, das also äh, oder zumindest Teile davon permanent zu machen. Es gab sogenannte Build-Back-Better-Programm, wo eben also Teile dieser sozialen Maßnahmen ähm, ja permanent eingeführt werden sollten und das ist aber gescheitert am rechten Flügel seiner eigenen Partei also das haben quasi die Demokraten dann nicht ähm, durch den ähm, Kongress bringen können und ähm, deswegen war das eben eine zeitlich begrenzte Maßnahme und die hatte auch als negativen Effekt dass eben die Inflation ähm, gestiegen ist weil dadurch dass plötzlich mehr Geld im Umlauf war haben das die Unternehmen eben genutzt ähm, die Preise kräftig zu erhöhen und das war dann auch wieder ein Problem, also für breite Teile der Bevölkerung. Mittlerweile ist die Inflation wieder zurückgegangen in den USA, aber es ist halt immer noch, ähm, zumindest bei bestimmten Waren, die halt vor allem die Leute, die nicht so viel Geld haben, wie Lebensmittel zum Beispiel, ist die Re äh, Inflation immer noch relativ hoch. Okay, also das ähm, war dieses ähm, American äh, Rescue Programm. Und dann gab es eben noch äh, drei große Investitionsprogramme, die auch in dem Zusammenhang wichtig sind. Es gab einmal den Infrastru Infrastructure and Jobs Act. Das war ein Programm, wo es darum gehen sollte, öffentliche Infrastruktur und Transportwesen, sowas wie Brücken und äh, Eisenbahnschienen und Straßen und so weiter, eben zu reparieren und auszubauen. Das ist ja eine Sache, die jetzt vielleicht in Deutschland auch mal ähm, nicht schlecht wäre, wenn man sowas machen würde, weil die, bei uns die Infrastruktur ja auch ähnlich marode ist. Durch ähm, jahrzehntelange ähm, neoliberale Sparpolitik. Also, das gab es eben und dann gab es den Chips, Chips akt Also, das ist, geht da quasi um die Halbleiterindustrie, um Computerchips und äh, die sollten gefördert werden, dass also in den USA wieder mehr ähm, Chip-Fabriken einfach ähm, entstehen sollten. Das ist ähm, Teil des Konkurrenzkampfs mit China vor allem, dass eben die USA da wieder ihre, ähm, ja, Technologische Führungsrolle ausbauen wollte. Und dann gab es noch den Inflation Reduction Act. Das ähm, geht dabei letztendlich vor allem um die Förderung grüner Technologie, also erneuerbare Ener Energien, Elektroautos, die Batterien, die man für die Elektroautos braucht, aber auch so dass, wenn man seinen Privathaushalt jetzt zum Beispiel energieeffizienter sanieren möchte, dass man da auch Zuschüsse bekommen hat. Das Witzige dabei ist so ein bisschen aus europäischer Sicht, dass man das jetzt Inflation Reduction Act genannt hat. Man hätte es ja auch Green Energy Act oder sowas nennen können. Und ich glaube, in Europa würde jeder, der irgendwas, was mit Umweltfreundlichkeit und äh, Klimaschutz zu tun hat, natürlich das groß auch draufschreiben, aber das zeigt schon was über die ähm, Debatte in den USA, dass man das eher so versteckt und sagt, ja, okay, wir wollen eigentlich die Inflation reduzieren, indem wir sozusagen mehr Energie bereitstellen und dadurch die Preise für Energie senken, indem wir halt mehr grüne ähm, Energie bereitstellen oder was. Und ähm, weil das eben in den USA eine andere Diskussion ist, dass es lang nicht so parteiübergreifend akzeptiert ist, dass man gegen den Klimawandel was tun muss. Ähm, und also alle diese drei Investitionsprogramme hatten letztendlich zumindest als eins der Ziele auch äh, neue Industriejobs zu schaffen, ganz ähnlich wie das eben Trump auch schon mit diesen ähm, Schutzzöllen versucht hat, und ähm, dadurch sozusagen auch der arbeitenden Klasse irgendwie ähm, ja sie zu unterstützen. Und ähm, es wurden tatsächlich in äh, äh, Bidens Amtszeit auch ähm, ungefähr 700.000 neue Industriejobs geschaffen. Ähm, das klingt erstmal ganz gut und ist auch mehr als unter Trump. Aber wenn man sich also vor Augen führt, dass äh, die gesamte Arbeiterschaft in den USA 170 Millionen ähm, umfasst, dann sind diese ähm, 700.000 dann doch wiederum relativ wenig. Und die, der größere Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter ist da nach wie vor also in sehr prekären Dienstleistungsjobs letztendlich. Ähm, Beschäftigt. also deswegen hat es da dann doch nicht so viel ähm, auswirkungen gehabt. was noch dazu kommt ist dass jetzt gerade diese neuen fabriken für batterien oder auch für elektroautos oft in so gewerkschaftsfreien ähm, zonen erbaut werden und eben da die oft schlecht oder gar nicht gewerkschaftlich organisiert sind natürlich dann entsprechend schlechte arbeitsbedingungen haben. und ähm, da hat jetzt ähm, die beiden regierungen auch nichts unternommen um das irgendwie dem entgegenzusteuern. Im Aber Gegenteil, also es ist ja auch so, dass ja. Wie, wie kann das denn sein? Ich dachte, Biden wäre der gewerkschaftsfreundlichste Präsident ever. Ja, das äh, stimmt vielleicht sogar doch, weil die anderen Präsidenten noch gewerkschaftsfeindlicher waren. Aber zumindest, also ist es auch so, dass er zum Beispiel einmal auch einen Eisenbahnerstreik äh, verboten hat und die, ähm, Eisenbahner gezwungen hat, einen Tarifvertrag anzunehmen, obwohl sie den also eigentlich abgelehnt hatten per Abstimmung. Und der hat von so einem Gesetzgebrauch gemacht, dass man also bei irgendwelchen systemrelevanten Industriezweigen, dass dann der Staat da eingreifen darf und auch das Streikrecht sozusagen aushebeln in bestimmten Notsituationen. Und das hat er eben genutzt, um eben diesen Streik dann zu verbieten. Also das heißt gewerkschaftsfreundlichster Präsident ist auch tatsächlich ein bisschen mit Vorsicht ähm, zu genießen. Ähm, genau, also das äh, eine Ziel von diesen Investitionsmaßnahmen war eben, dass man halt Arbeitsplätze schafft. Das ist in gewissem geringen Umfang geglückt. Und das andere Ziel ist natürlich der Klimaschutz, dass man also durch die Förderung von Elektromobilität, ähm, Solarzellen und so weiter halt... Ähm, den Klimaschutz voranbringen möchte, das hat tatsächlich auch in gewissem Umfang geklappt. Aber man muss auch sehen, dass parallel dazu, also unter beiden, die Öl- und Gasförderung in USA auch extrem ausgeweitet wurde. Also mittlerweile ist USA der größte weltweite Produzent von Öl und Gas. Und das heißt also, dass jetzt diese Dekarbonisierung, die da eigentlich angestrebt ist, dass da überhaupt nicht die Rede davon sein kann. Weil zwar jetzt schon ein bisschen mehr grüne Energie produziert wurde, aber auf der anderen Seite halt die CO2-Ausstoßen der Öl- und Gasindustrie halt nochmal extrem gewachsen ist. Gibt es soweit erstmal Nachfragen oder Kommentare? Es gibt eine Nachfrage von der Mann mit dem Brot, ist da. Ähm, aber, also, so wie ich deine Frage verstehe, haben, die, haben Gewerkschaften wenigstens versucht, eine Petition zu unterschreiben, also ob es dann halt im Prinzip Widerstand gab gegen diese, diese Unterbindung dieses Eisenbahnerstreiks? Ähm, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, also wie das jetzt dann weiterging. Ähm, Wahrscheinlich kann man sich auch relativ. Aber Wahrscheinlich kann man sich auch relativ schlecht dagegen wehren, wenn, wenn das halt irgendwie so ein Gesetz ist, was dazu da ist, um, um nostalgische Bereiche der US-Wirtschaft vor, vor Streik zu schützen. Also, ich meine, es ist wahrscheinlich immer eine Frage der Kräfteverhältnisse. Also, wenn jetzt alle Eisenbahner dann trotzdem streiken würden, dann könnte man jetzt auch nicht alle komplett entlassen. Oder vielleicht würde dann irgendwann, keine Ahnung, das Militär einschreiten und entweder selber die Züge fahren oder die Leute zwingen, jetzt dann doch die Züge zu fahren oder was. Und dann ist halt immer die Frage, was dann halt passiert. Aber natürlich wäre das schon eine sehr krasse Eskalation des, des Klassenkampfs, wenn man es halt sozusagen auf so eine Konfrontation ankommen lassen würde. Genau. Ähm, ja, also wenn man das eben zusammenfassen möchte, jetzt äh, war jetzt bei den tatsächlich eine Abkehr vom Neoliberalismus, dann kann man sagen, einerseits ja. Weil tatsächlich der Staat als starker ökonomischer Akteur ähm, viel mehr wieder zurückgekehrt ist und in Erscheinung getreten ist, als das vorher in den USA der Fall war. Also durch diese Konjunkturpakete und diese ganzen staatlichen Investitionsprogramme. Das ist tatsächlich eine Abkehr vom Neoliberalismus. Aber andererseits, wenn man das versteht als quasi eine Verbesserung der Lage der Lohnabhängigen, dann war es das eben nur in sehr geringem Maße, zumindest nicht dauerhaft. Also wie gesagt, diese. Ähm, Sozialstaatlichen Maßnahmen am Ende der Corona-Pandemie, das war schon was, eine deutliche Verbesserung, die aber eben kurzlebig war. Und deswegen insgesamt kann man jetzt nicht sagen, dass sich da wirklich fundamental in den Klassenverhältnissen was geändert hat. Dann würde ich noch kurz was zu anderen Politikfeldern sagen, weil, äh, Marian, du hast ja auch schon gefragt, also wurden diese Maßnahmen von Trump jetzt dann wieder rückgängig gemacht? Und ähm, in der Migrationspolitik war das zunächst der Fall. Also eine der ersten Sachen, die Biden gemacht hat, war, dass er ein Dekret unterschrieben hat, was diesen Moslembein aufgehoben hat. Also dass man jetzt dieses pauschales Einreiseverbot aus muslimischen Ländern, das gab es dann eben nicht mehr. Und auch ansonsten war die Asylpolitik der beiden Regierungen am Anfang sehr viel liberaler. Also es, wurde nicht mehr so ähm, krass äh, die Grenze abgeschottet. Dann war es aber so, dass so in der Mitte der Präsidentschaft von beiden ungefähr einen sehr starken Anstieg der Migration gab, weil sich eben die Krisen in Lateinamerika zugespitzt haben. Also Armut einerseits, dann immer stärkere Bandenkriminalität in einigen Staaten, dann teilweise auch Naturkatastrophen oder Dürre, die auch auf Klimawandel zurückzuführen sind. Also es kam da einfach eine ganze Menge von Krisen zusammen die zu einem starken ansteigen der migration geführt haben und zwar nicht mehr nur aus mexiko sondern auch aus venezuela aus kuba aus ganz vielen lateinamerikanischen ländern und ähm Dadurch hat sich eben die, der Migrationsdruck äh, äh, erhöht. Und das haben die Republikaner sehr stark ausgenutzt in ihrer Propaganda, dass sie halt gegen ähm, Biden und auch gegen Harris ähm, geschossen haben, dass sie quasi das Problem der Migration nicht in den Griff kriegen würden und dass äh, die USA überschwemmt werden würden, davon ähm, Einwanderern und Kriminalität bringen würden und, und, und. Und ähm, weil eben Biden da so stark unter Druck war, hat er dann irgendwann Mitte diesen Jahres da auch quasi einen Hebel umgelegt und hat einige ähm, ja, neue ähm, Dekrete rausgebracht, was ähm, die Migrationspolitik angeht, die tatsächlich die Grenzen dann wieder stark ähm, ja, dicht gemacht haben. Zum einen gab es eben ein Dekret, was äh, so eine Art Wochenlimit für Asylanträge ähm, ja, bestimmt hat. Also dass nur noch eine bestimmte Anzahl von Leuten, die über die Grenze kommen in der Woche, eben Asyl. Beantragen können und wenn dieses, diese Zahl erreicht ist, dann werden die anderen einfach zurückgeschickt. Was ja eigentlich auch schon sehr fragwürdig ist, wenn man jetzt ein individuelles Recht auf Asyl eigentlich ähm, gewährt und dann aber einfach sagt: Ja, okay, du bist jetzt, hast jetzt leider Pech gehabt und bist zum Z falschen Zeitpunkt gekommen und deswegen musst du jetzt gehen ist natürlich fragwürdig. Und was auch noch gemacht wurde, ist, dass man die mexikanische Regierung unter Druck gesetzt hat, dass sie also mit Bussen ähm, Leute von der Nordgrenze Mexikos eingesammelt hat und wieder zur Südgrenze zurückgebracht hat und die da einfach ausgeladen hat. Und da hat man eben, indem man jetzt auch was Handelspolitik angeht und so weiter, eben Mexiko unter Druck gesetzt hat, hat man sie dazu gebracht, letztendlich das zu machen. Und diese beiden Maßnahmen haben dann auch zu einer sehr starken... Reduzierung der Migration geführt. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass sich da jetzt Republikaner und Demokraten nicht mehr so groß unterscheiden, was das angeht. Also dass die Demokraten da auch wieder sehr ähm, strikt, was Einwandererstopp angeht, sind. Und auch äh, Kamala Harris jetzt sich da sehr stark so auch äußert, dass sie eben dafür ist, dass die Grenze besser geschützt werden muss und so weiter. Ähm. Dann würde ich noch kurz ähm, auf die Außenpolitik eingehen. Ähm, es gab einerseits unter beiden den Abzug aus Afghanistan und ähm, damit insgesamt weniger militärische Präsenz im Mittleren Osten und dafür eben stärker Fokus darauf, dass man China militärisch eindämmen muss. Also das hat letztendlich schon so unter Obama äh, angefangen, hat sich dann unter ähm, Trump verstärkt und dann unter... Ähm, beiden noch mal mehr, dass man also China als den Hauptgeopolitischen ähm, Gegner sieht und dass es eine Reihe an neuen Militärbündnissen in ähm, Pazifikregionen gab, also mit verschiedenen Ländern, die halt um China herum sind, mit denen also USA jetzt verstärkt militärisch kooperiert, um da China irgendwie ähm, im Schach zu halten. Und ähm, es gab auch darüber hinaus unter beiden ein Exportverbot für fortgeschrittene computertechnologie also dass ähm, hochentwickelte computerchips äh, nicht mehr exportiert werden durften nach china um damit quasi die chinesische ähm, technologische entwicklung aufzuhalten also zu verhindern dass china sozusagen die usa überholt in der technologischen entwicklung und das ist tatsächlich sozusagen noch mal eine neue eskalationsstufe also trump hat ja nur den import von waren eben eingeschränkt aus China und das ist jetzt quasi ein Verbot von bestimmten Exportprodukten äh, und diese Strafzölle von Trump, die wurden auch nicht abgeschafft ähm, unter beiden, sondern die wurden beibehalten gegen China und ähm, dazu kam eben diese Subventionierung von ähm, Halbleiterprodukten in äh, USA und auch äh, diesen äh, grünen Technologien. Und auch das ist vor dem Hintergrund dieser geopolitischen Konkurrenz mit China zu sehen. Und ähm, Biden hat jetzt gerade auch im Mai nochmal angekündigt, dass er die Strafzölle auf Elektroautos aus China von 25 Prozent auf 100 Prozent erhöhen möchte, um eben die gerade angelaufene Produktion von E-Autos in den USA quasi zu schützen vor der billigeren chinesischen Konkurrenz. Ja, gleichzeitig gibt es noch äh, zwei Kriege jetzt. Ähm, zur Zeit, die auch unter beiden begonnen haben, in der Ukraine und im Nahen Osten mit dem Gaza-Krieg, die beide ohne massive Unterstützung durch die USA so nicht um, zu führen wären. Und gerade die bedingungslose Unterstützung der israelischen Kriegspolitik hat auch beiden viel Popularität gekostet, also dass ähm, viele, gerade eher linkere Wähler da oder auch jüngere Wähler, eben das sehr kritisch sehen. Und ähm, aber. Biden und auch Harris bisher davon nicht abgerückt sind, von dieser Politik. Ähm, was diese ähm, Sache mit dem, ähm, Abtreibungs, ähm, der Abtreibungsgesetzgebung angeht, da ist es tatsächlich so, dass da unter Biden jetzt erstmal nichts passiert ist, als dieses Gerichtsurteil ähm, da vom obersten Gerichtshof ähm, ausgesprochen wurde. Es ist wohl so, dass quasi die Mehrheit im Kongress ein neues Gesetz äh, verabschieden könnte, um quasi dieses Gerichtsurteil wieder zu überschreiben. Also die Legislative könnte da die Judikative wieder irgendwie überstimmen. Und ähm, Kamala Harris setzt sich auch dafür ein und sagt, also wenn sie an die Macht kommt, dann möchte sie das versuchen durchzusetzen, dass es da eben ein Gesetz gibt, was wieder landesweite ähm, ja, Abtreibungsrecht garantiert. Aber unter beiden ist das bisher so nicht passiert. Okay, das wäre zunächst mal das, was ich ähm, zu beiden sagen wollte. Gibt es dazu noch Nachfragen oder Ergänzungen? Ja, generell auf jeden Fall interessant, dass es einfach dann tatsächlich doch so ein gewisses Hin und Her gibt von dann den, ähm, den Maßnahmen, die getroffen werden und dann wieder ein bisschen zurückgenommen werden, auch wenn es dann natürlich jetzt auch spezielle Anpassungen gerade in der äh, Migrationspolitik gab. Ne? Also, da haben wir eine sehr starke Angleichung an auch den deutschen Diskurs, wo jetzt ja auch in Deutschland im Prinzip die AfD-Politik äh, übernommen wird. Das stimmt, das ist so ein bisschen eine Parallele, das ähm, denke ich auch, genau. Und sonst ist es tatsächlich auch so, dass man jetzt nicht sagen kann, alle Kandidaten oder Parteien machen einfach genau dasselbe. Also, sie machen natürlich schon teilweise eine andere Politik, aber. Ähm, ja, muss dann eben das auch in einem Kontext sehen, wie groß dann die Unterschiede am Ende doch sind. Dann ist noch eine okay, dann können wir die Frage ja. von Nightmare, wie da das Verhältnis von Trump zu Russland und Putin ist. Ich meine, so in, in, unserem, in unseren Medienhäusern wird das ja sehr stark so verhandelt, dass, dass es halt da einen sehr ähm, offenen Mindestens, also es gab ja dann diese, diese Vorbehalte, dass es vielleicht halt sogar eine Wahlmanipulation durch Russland gegeben haben könnte, wodurch Putin an die Macht gekommen ist, aber auch ach Putin. <laughs> Ihr seht, ich bin einfach ein bisschen krank, <laughs> ähm, wo Trump an die äh, Macht gekommen ist, aber generell auch. Ähm, nebenbei, die Geräusche im Hintergrund sind ein bisschen anstrengend. Sorry. Man hört das halt recht stark. Ähm, genau, aber dass, dass tatsächlich die ähm, dass, dass halt Trump ja sehr stark damit getönt hat, dass er wenn er jetzt an die Macht gekommen wäre, er hätte halt zum Beispiel diesen Krieg halt verhindern können ähm, von der von, von, mit Ukraine und Russland weil er da einen ganz anderen Draht hätte und da halt ganz anders äh, vorgehen könnte und ganz anders vermitteln könnte Ja, also glaube ich verschiedene Sachen dazu. Also zum einen ist, denke ich, diese ähm, Wahlbeeinflussung durch Russland, ähm, denke ich, die gab es sicherlich in einem gewissen Umfang. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sie stark übertrieben wurde von den liberalen Medien und auch quasi mit dem Hintergrund, dass sie einfach in dem Moment nicht zugeben wollten, dass es halt auch eigene inländische Probleme und äh, gesellschaftliche Widersprüche sind, die tatsächlich dann dem Trumpschen Populismus auch Nahrung gegeben haben. Also dass Leute Gründe haben, unzufrieden zu sein mit der ähm, demokratischen Politik und keine Hillary Clinton wollten, weil sie einfach eben keine neoliberale Politik mehr haben wollten und dass man das eben so ein bisschen äh, wegwischen äh, oder ausblenden wollte, indem man das halt diesen... Aspekt der Wahlbeeinflussung durch Russland halt möglichst groß und aufgebauscht hat. Ähm, nichtsdestotrotz gab es sie vielleicht. Ähm, und ansonsten ist es so, dass zum einen glaube ich halt ähm, Trump so eine gewisse Bewunderung halt für so autoritäre Führerpersonen und starke Männer sozusagen hat und das immer so auch darstellt, dass er so gut von Mann zu Mann dann verhandeln kann mit solchen Leuten. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich auch so, dass er tatsächlich, was jetzt ähm, diesen, diese Situation in Europa angeht, glaube ich, ein bisschen anderen politischen Ansatz hat, dass das jetzt quasi nicht seine Priorität ist, da eben ähm, sozusagen Russland einzudämmen und die amerikanische Hegemonie an dem Punkt ähm, aufrechtzuhalten oder auszuweiten. Und er wurde ja zum Beispiel auch bei dem ähm, TV-Duell gefragt. Ob er denn äh, möchte, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und dass er die ja unterstützen äh, wollen würde. Und dann meinte er, nein, er möchte, dass der Krieg beendet wird. Und es geht ihm jetzt nicht darum, dass die ähm, Ukraine gewinnt. Er möchte sich dafür einsetzen, dass halt ein Frieden ähm, da gemacht wird und dass irgendwie verhandelt wird und ähm, man sich einigt. Und ich denke, das wäre tatsächlich eine Sache, die ich jetzt nicht für völlig unrealistisch halte. Also dass ich bin schon der Meinung, dass es halt jetzt nicht einfach nur ein Konflikt zwischen Ukraine und Russland ist, sondern dass das halt ein größerer Kontext ist, wo quasi die Konkurrenz von NATO und äh, Russland eine Rolle spielt und dass wenn da Verhandlungen geführt würden und von der USA Seite auch gewisse Angebote und Zugeständnisse gemacht würden, wer weiß, vielleicht könnte den Krieg tatsächlich beenden an der Stelle. Ich würde jetzt aber auch nicht so weit gehen, wie ähm, Black Red Demon das geschrieben hat, <laughs> ähm, dass äh, das jetzt Trump und Putin Best Buddies sind. Also das geht sicherlich zu weit und das ist halt einfach diese, diese Darstellung von jedem, also von hier in den Medien, von jedem, der jetzt halt nicht einfach sagt, ja, wir müssen den jetzt bis aufs Blut bekämpfen oder so. Denn ist halt alles direkt verstehe, und ähm, eins zu eins halt irgendwie da mega, ähm, mega mit verbindet oder so, soweit würde ich halt auf keinen Fall gehen, weil unabhängig davon, dass sicher, dass auch ganz klar, wie du das auch dargestellt hast, ähm, auch wenn du, okay, das ist ja halt ironisch gemeint, trotzdem kann man das ja nochmal ausführen. Aber du hast ja auch dargestellt, dass, ähm, dass sich das Ganze, dass es auch eine gewisse Bewunderung und so weiter gibt, sind das kann ja trotzdem sich Trump nicht von den Interessen des Staates, dass er den, den er vertritt, frei machen. Und da gibt es auch viele Interessen, die halt mit den Interessen Russlands nicht einhergehen. Und da wird man sich halt so oder so in einem Konkurrenzverhältnis ähm, betrachten, auch wenn Trump an der Macht ist. Das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Also, Trump ist auf jeden Fall ein Vertreter von amerikanischen Interessen. Er war so zum, zum Beispiel auch immer schon gegen diese Nord Stream 2 ähm, Pipeline und hat das also abgelehnt. Und ähm, ist ja auch klar, dass quasi jetzt die USA eher Interesse haben, eben ihr eigenes Fracking-Gas nach Europa zu liefern, als eben amerikanisches, äh, russisches Gas nach Europa zu lassen. Und ähm, genau, und an der, dem Punkt ist das eigentlich relativ ähm, klar. Äh, ganz kurze Nachfrage, hört man Telefongeräusche im Hintergrund? Ja, hört ja, man. Und Löffel. Ja, und Löffelgeräusche. Warte mal, ganz kurz. Hm. Soll ich dann doch umziehen, oder? Wenn, wenn du die, wenn, wenn okay. quasi das so von der Geräuschkulisse her so bleibt, wie es jetzt ist, dann eher ja. Also wenn es nicht anders geht. Okay, dann äh, dauert das ungefähr zwei Minuten, ziehe um. <laughs> Alles klar. Okay. Ähm, ja, generell, äh, ich wünsche dich mal so lange, sonst ähm, höre ich die ganze Zeit, wie du, wie du umziehst. Ähm, generell ist es ja auch heute wieder unter etwas schwierigen Bedingungen für alle, die das noch nicht am Anfang mitbekommen haben, weil äh, normalerweise hätten wir das ja auch hier im Studio aufgenommen mit, äh, mit Alfred. Das wäre dann halt schwieriger gewesen. Aber dadurch, dass ich jetzt krank bin, wollte ich ihn nicht dieser Gefahr aussetzen, diesen. Bacillus zu bekommen oder was auch immer ich habe. Deswegen muss das Alfred unter Nicht-Studiobedingungen aufnehmen. Mal rein. Also Umzug ist abgeschlossen. Hörst, ja. hörst du mich? Ja, ja, ich habe dich wieder entmutet. Dann kann es jetzt weitergehen. Alles klar. Okay. <laughs> okay. Ähm, wo waren wir? Bei. Ähm Russland und ähm, Trump genau. Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also der vertritt schon ähm, amerikanische Interessen und ähm, auch noch in stärkerem Maße, da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf, als jetzt die Demokraten das tun auch sehr unmittelbar ökonomische Interessen. also dass es eben immer wichtig ist zu gucken, okay, profitiert jetzt profitieren die USA von einer bestimmten Sache ökonomisch oder nicht? Und das ist schon klar. Also dieses ähm, America First ist schon ernst zu nehmen, dass das eben seine Politik ist. Und deswegen selbst wenn er da halt ähm, sich damit brüstet oder vielleicht tatsächlich auch in gewisser Weise ein gutes Verhältnis zu Putin hat, ist ähm, er trotzdem Vertreter natürlich von amerikanischen Interessen. Also ich finde es auch ein sehr gutes Beispiel für die Propaganda. Von, von ja unserem, unseren Medienanstalten und, und unserem Imperialismus hier halt immer diese Darstellung. So, ja, okay, der, der, der führt ja im Prinzip halt nur aus, was hier der, der Putin sagt oder so. Das ist halt einfach Unsinn. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann können wir vielleicht jetzt ähm, zu der aktuellen Situation kommen. Ähm, dem Wahlkampf Trump versus Harris und ähm, Mal schauen, wie da sind äh, die Positionen so sind und was da diskutiert wird. Also, ich habe da jetzt so verschiedene Themenbereiche auch wieder ähm, angeschaut. Also, fangen wir vielleicht an mit der Migration. Von der hatten wir es ja vorher auch schon und da hat jetzt Trump quasi noch so ein bisschen eins draufgesetzt, indem er also das größte Deportationsprogramm in der Geschichte der USA fordert. Er möchte quasi alle. Ähm, illegalen einwanderer aus den usa ausweisen und das sind mittlerweile glaube ich zehn bis zwölf millionen menschen also das wäre schon äh, wirklich der hammer wenn das wirklich passieren würde und ähm, fällt auch generell mit einer sehr krassen und auch plumpen hetze ähm, gegen migranten auf also das in dieser, in dem TV-Duell haben bestimmt einige mitbekommen, dass er da irgendein Gerücht aufgegriffen hätte, dass man in der Stadt Springfield, dass die Haustiere der Amerikaner da gegessen würden von Migranten und so weiter. Und also, oder dass jetzt in allen anderen Ländern auf der Welt die Kriminalitätsrate sinken würde, nur in den USA würde sie steigen und das wäre, würde daran liegen, dass alle Länder jetzt ihre kriminellen in die USA schicken würden und solche Sachen. Also es ist schon sehr bizarr einfach und ähm, ja, also zeigt also, mit welchen Ressentiments er da einfach spielt. Und ähm, bei Harris, da hatten wir es ja auch schon ein bisschen so, es ist es halt so, dass sie sehr stark in so einem Verteidigungsmodus ist, weil sie halt von den Republikanern immer angegriffen wurde, dass sie sozusagen der Failed Border Czar der äh, beiden Regierungen sei, also die sozusagen für die Grenzsicherung eigentlich zuständig gewesen sei, aber das halt ähm, nicht hinbekommen hätte und ähm, die jetzt sich quasi verteidigen muss, dass sie halt eigentlich auch Tough on Migration ist und ähm, also auch sich dafür einsetzt, dass die Grenzen sicher sind und so weiter und also fordert auch mehr Personal und bessere Ausrüstung der Grenzpolizei und solche Sachen. Und ähm, ja, Deswegen, aber was sie natürlich nicht fordert, ist eben dieses große ähm, Remigrationsprogramm. Also sie möchte jetzt nicht Millionen von Leuten ausweisen. Und ähm, deswegen ist das insofern dann doch noch ein Unterschied. Ähm, ich sehe gerade, das Bild von dir flimmert ein bisschen, Marian. Ist das irgendwie, liegt das an einer schlechten Verbindung oder hört man mich nach wie vor gut? Das ist ganz normal alles. Okay, dann kann ich einfach weitermachen. Ja. Also, das wäre zur Migration. Was jetzt ähm, die Wirtschaftspolitik angeht, ist es so, dass also Trump da auf eine weitere Eskalation im Handelskrieg setzt. Also, dass er ähm, ankündigt, dass die Zölle gegen China nochmal erhöht werden sollen von 25 auf 60 Prozent. Und dass er generell alle Importe nach USA ähm, 10 Prozent ähm, Zoll draufschlagen möchte, also auch aus, von Produkten aus Europa zum Beispiel. Und dann möchte er eben diese ganze Klimapolitik, ähm, von beiden quasi wieder rückabwickeln, also ähm, Förderung von Elektroautos zum Beispiel streichen und auch alle ähm, Restriktionen, die es noch gibt, ähm, die noch verblieben sind für Öl- und Gasförderung in irgendwelchen Naturschutzgebieten oder was auch das äh, möchte also komplett streichen. Da gab es auch so ein Treffen, ähm, wo er also Ölindustrielle dann eingeladen hat auf sein ähm, Anwesen in Florida und ihnen quasi versprochen hat ähm, ihr könnt mir einfach eine Milliarde geben, das ist ja für euch nicht viel, und dann werde ich einfach dafür sorgen, dass ihr halt so viel Geschäft macht wie noch nie und das Geld also in nichts wieder reinkommt. Also das ist schon einfach eine sehr offene Form der, ähm, des Lobbyismus oder der ähm, Klientelpolitik, die ja da betreibt, die jetzt die Demokraten wahrscheinlich irgendwie auch machen, aber halt nicht auf so eine plumpe Art. Und das heißt, es würde wahrscheinlich schon auch noch mal ein Backlash, was die Klimapolitik angeht, dann bedeuten. Ähm, auf der anderen Seite, Harris ähm, versucht so ein bisschen an dieses temporäre Sozialstaatsprogramm, was ich vorhin beschrieben habe, was es also kurzzeitig gab nach äh, Corona, wieder anzuknüpfen. Und zum Beispiel diese ähm, dieses Art Kindergeld, diese ähm, Steuererleichterung für Eltern, das möchte sie wieder ähm, einführen und auch dauerhaft. Und sie möchte auch für Leute, die sich zum ersten Mal ein Haus kaufen, möchte sie eben eine Steuergutschrift ähm, einführen und ähm, das möchte sie ähm, finanzieren, indem sie die Unternehmenssteuer also wieder erhöht und auch so eine Art Reichensteuer soll eingeführt werden. Also für Leute, die ein Einkommen über 100 Millionen oder ein Vermögen von um, über 100 Millionen US-Dollar haben, die sollen also eine spezielle Steuer nochmal zahlen ähm, müssen. Also das heißt, ähm, ja, so eine so gewisse ähm, sozialdemokratische ähm, Aspekte, die sie da versucht ähm, hereinzubringen. Und ähm, dann ist natürlich äh, interessant auch das Thema Abtreibung. Also da ist es ja so, dass also ähm, wie schon gesagt, also Trump dafür gesorgt hat, dass jetzt dieses ähm, landesweite Abtreibungsgarantie ähm, nicht mehr gilt und dass es einzelne Bundesstaaten gibt, die jetzt das Recht auf Abtreibung abgeschafft haben und aus der Sicht ähm, der Evangelikalen, der religiösen Rechten in den USA wäre sozusagen der logische Schritt Jetzt, dass man quasi in ganz USA Abtreibung verbietet. Also, dass es ein nationales Gesetz gibt, was Abtreibung generell verbietet. Und das ist aber eine Sache, die Trump nicht will, interessanterweise. Also, er sagt, er hätte das jetzt eigentlich so geregelt, wie es optimal ist. Also, dass das jeder Bundesstaat für sich entscheiden kann und dass in jedem Bundesstaat sozusagen die Bevölkerung irgendwie durch die Wahl der Politiker und dann bestimmen kann, was da eben passiert. Und das sei eigentlich genau das, was gewünscht ist. Und er selber bezieht jetzt gar nicht so eine unmittelbare Position, ob er jetzt für oder gegen Abtreibung ist, sondern sagt, er hat einfach dafür gesorgt, dass das in jedem Bundesstaat individuell geregelt werden kann. Und ähm, er, wolltest du dazu? Achso, ich wollte nur was trinken. Ähm, und äh, er hat auch in einer recht autoritären Weise durchgesetzt, dass also quasi. Ähm, im Wahlprogramm der Republikaner tatsächlich nicht drinsteht, dass man generell für ein Abtreibungsverbot ist. Also es gab viele konservative Republikaner, die das eigentlich gerne so gehabt hätten. Und es war auch so, dass, glaube ich, seit 1980 in jedem Wahlprogramm der Republikaner stand, dass man für ein generelles Abtreibungsverbot ist und für eine Abschaffung von gleichgeschlechtlichen Ehen. Und beides steht jetzt im aktuellen Wahlprogramm nicht drin. Und dafür hat Trump gesorgt, indem er als eben dieser ähm, Parteikongress der Republikaner war, eben Jo. Er hat Ein ähm, Einen Moment, du warst gerade kurz raus. Du musst nochmal wiederholen ab... Ähm, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ich höre dich wieder. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Genau, also du, äh, du musst nochmal wiederholen ab, wie Trump dafür gesorgt hat, ähm, ab dem ähm, Parteikongress, da bist du einmal kurz raus. Genau. Also es war so, dass quasi alle ähm, Parteivertreter, die auf diesem Kongress waren, dann ihre Handys abgeben mussten und dass ihnen also ein Programm äh, gegeben wurde und ihnen gesagt wurde: Okay, das Programm werdet ihr jetzt in den nächsten Stunden beschließen. Und normalerweise ist es so, dass es da eine Diskussion gibt und dass da noch lange über bestimmte Formulierungen gefeilt wird und dass es Arbeitsgruppen gibt, die sich halt verschiedene Themen nochmal genauer anschauen und dass man dann nach ein paar Tagen Diskussion halt ein Programm beschließt, was halt aber nochmal deutlich verändert wurde durch ähm, allerlei Anmerkungen und so weiter von den ähm, Delegierten. Und das wurde in dem Fall aber nicht gemacht. Es gab also so gut wie keine Diskussion und es wurde am Ende mehr oder weniger die Version von Trump einfach ähm, so ähm, übernommen. Und das ist zum einen sehr autoritäres Vorgehen, was also zeigt, dass Trump von innerparteilichen Demokratie nicht viel hält, dass er andererseits seine Partei mittlerweile auch sehr stark unter Kontrolle hat. Ähm, es heißt aber auch, dass er quasi diese, ähm, Zugeständnisse, die jetzt zu so diesen religiösen Rechten gemacht hat, dass das jetzt nicht unbedingt seine eigene Meinung ist. Also dass er jetzt nicht selber ein radikaler Abtreibungsgegner zum Beispiel ist, sondern dass das eher Sachen waren, die er eben aus bestimmten machtpolitischen Kalkül heraus eine Zeit lang unterstützt hat, die er jetzt aber wieder zurückfährt, möglicherweise um Wähler in der Mitte dann eher gewinnen zu können und so weiter und Leute nicht zu verstrecken, denen das eben dann doch zu weit geht mit dem generellen Abtreibungsverbot. Und das äh, fand ich eigentlich ganz interessant, um eben Trump auch als Person nochmal genauer einzuschätzen. Und ja. Wenn du noch was, was dazu sagen willst, führe ich noch aus und zwar noch ein interessanter Grund. Nee, äh, Trump seid ihr übrigens erstmal fertig, genau. Genau, also ähm, hier war noch ein Kommentar, dass die Ablehnung von E-Autos sich ja auch gewandelt habe, seit ähm, Elon Musk ihn unterstützt. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was die aktuelle ähm, Entwicklung ist. Also, ich ähm, weiß, dass auch darüber also diskutiert wurde: wie kann das sein, dass jetzt äh, Musk ähm, Trump so stark unterstützt, obwohl er doch quasi ähm, gegen E-Autos ist und so weiter. Ähm, und dass dann auch spekuliert wurde: okay, er möchte vielleicht auch da Trumps Meinung ändern. Vielleicht ist das jetzt mittlerweile schon geschehen. Das habe ich jetzt so gar nicht ähm, mitbekommen, den Punkt, aber. Wäre natürlich gut möglich. Also, ich denke, dass er in vielen Punkten da eh auch ein bisschen flexibel ist, ähm, Trump mit seinen ähm, Positionen im Einzelnen. Er wird, ja ähm, auf jeden Fall, er wird ja auf jeden Fall für Elon Musk ähm, irgendwelche Kompromisse machen. Sonst würde er ja nicht jetzt da auf jeder Wahlkampfveranstaltung rumhampeln und sich zum größten, also das ist nebenbei. <laughs> ich glaube, also, da machen sich alle darüber lustig, aber es ist schon, schon aberwitzig, wie sich dieser Clown verhält. Und das, das ist halt, ja, also diese Person, einer der reichsten Männer der Welt ist, mit so viel Macht ausgestattet, schon, schon gruselig, einfach so ein Irrer. Ja, passt auf eine Art ganz gut zu dem Trump. Ist übrigens einer der wenigen von den so ganz äh, großen ähm, Milliardären quasi, die sich so offen für Trump aussprechen. Also die meisten. Ähm, Konzernchefs und ähm, Konzerninhaber sind eigentlich eher in den USA auf der Seite der Demokraten und ähm, Elon Musk bildet da so in gewisser Weise eine Ausnahme. Also, sonst sind das eher so mittelgroße Kapitalisten oder ja, die sich dann also auf die Seite von Trump bisher geschlagen haben. Ähm, okay, dann wieder zum Abtreibungsthema zurück. Also, ähm, Kamala Harris hat es ja tatsächlich zu so einem der Top-Themen ihres Wahlkampfs gemacht, dass sie also quasi das Recht auf Abtreibung äh, verteidigen möchte, dass sie also auch sich dafür einsetzen möchte, dass es ein neues nationales Gesetz gibt, was also ähm, dieses Gerichtsurteil äh, wieder überschreibt. Und dafür müsste sie dann halt Mehrheiten im Kongress bekommen. Und, ähm, ich habe einen äh, Kommentar dazu gelesen, den ich ganz interessant fand, der also argumentiert hat, dass die Demokraten in Zeiten, als sie quasi die Mehrheit im Kongress hatten, auch nicht äh, dafür gesorgt haben, dass so ein Gesetz eingeführt wird. Und dass es möglicherweise sogar so ist, dass beide Parteien quasi dieses Thema Abtreibung einfach sich quasi auch aufbewahren wollen, dass das quasi in der Schwebe bleiben soll, weil man damit halt gut äh, Wahlkampf machen kann, weil das ein sehr emotionalisiertes Thema ist und die eine Seite sich dann eben als Verteidiger der Frauenrechte äh, gerieren kann und die andere Seite als Verteidiger des ungeborenen Lebens und dass dadurch quasi ähm, man so ein ideologisches Feld hat, wo man Leute mobilisieren kann und dass deswegen eigentlich auch die Demokraten nicht wollen, dass das ein für alle Mal irgendwie geregelt und vom Tisch kommt. Fand ich ganz plausibel, dass das möglicherweise tatsächlich so ist. Ja, nicht undenkbar in Anbetracht dessen dass sie das ja jetzt unangetastet gelassen haben in der äh, beiden area Genau. Okay, dann wäre vielleicht auch noch mal ganz interessant, äh, sich die Außenpolitik äh, noch mal anzuschauen. Also ähm, bei Trump ist so ein wichtiger Aspekt, dass er halt für Alleingänge bekannt ist, anstatt Allianzen. Also das ist eben dieses... Äh, Sprichwörtliche Dealmakertum, dass er also eben mit von äh, Mann zu Mann mit irgendwelchen Leuten diskutiert und dann einen Deal macht, dass ihm das sozusagen wichtiger ist, als so ähm, ja, Bündnispolitik zu betreiben, wo man halt sich mit verschiedenen Staaten dann einigt und ähm, gemeinsam ähm, vorgeht. Und dabei stehen halt diese kurzfristigen ökonomischen Interessen oft mehr im Vordergrund. Also, dass er zu Staaten in der EU. Erlassen hat und so, jetzt kann ich dich wieder nicht sehen. Ja, du hast du mich trotzdem noch du kurz weg. Ich muss einfach noch mal wiederholen, was du zuletzt gesagt hast. Ja, Also, dass äh, Trumps Außenpolitik eher von unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen getrieben ist. Also, ähm, viele. Bürgerliche Kommentatoren haben eigentlich gesagt, es wäre doch besser, also klar, China ist ein Gegner, aber es wäre doch besser, gemeinsam gegen China vorzugehen und ähm, nicht jetzt quasi die Europäer und die ähm, Amerikaner gegeneinander auszuspielen. Und das ist aber was, was Trump eben schon macht, dass er auch den Europäern zum Beispiel sagt: Ja, droht aus der NATO auszusteigen, wenn die jetzt nicht mehr äh, in ihre Verteidigung investieren und so weiter. Und dass er auch zum Beispiel, ähm, ist es so, dass Biden immer gesagt hat und auch ähm, Kamala Harris sagt das, dass man halt quasi Taiwan im Ernstfall, wenn Taiwan angegriffen werden würde von China, dann verteidigen müsste, auch militärisch durch die USA. Und Trump ist da gar nicht so festgelegt und sagt, ja, Taiwan hat uns doch die ganze... Ähm, Computerindustrie gestohlen und eigentlich ist das doch ökonomisch eher ein Konkurrenz von uns und das müssen wir uns noch mal gut überlegen, ob wir die dann militärisch verteidigen und so weiter. Und das heißt, dass da quasi so kurzfristige ökonomische Interessen oft also vor längerfristigen Strate geostrategischen Überlegungen einfach stehen. Also die beiden Regierungen hat ja sehr stark versucht, mit verschiedenen Staaten da so eine Allianz zu bilden, um China und auch Russland quasi einzuhegen und ist da auch bereit mal gewisse ökonomische Nachteile vielleicht in Kauf zu nehmen und das möchte Trump halt nicht also dem geht es eher so unmittelbar um den ökonomischen Gewinn aber auch für ihn ist quasi China ähm, weiterhin der Hauptfeind Nummer eins ähm, und auch was jetzt die Unterstützung Israels angeht da ist er sogar noch stärker als die beiden Regierungen eigentlich auf der israelischen Seite hat ja auch demonstrativ die ähm, Israel, äh, die Botschaft ähm, von ähm, Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, um halt sozusagen das Statement zu machen, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel eben sein sollte und ähm, solche Sachen. Und ähm, genau. Und dann auf der anderen Seite eben Harris, die ähm, hauptsächlich eigentlich, was jetzt die Außenpolitik angeht, eigentlich die Politik von beiden fortführen möchte. Also auch sie sieht halt China als Hauptgegner an. Möchte in der Ukraine auch die Politik fortführen, dass eben ähm, die Ukraine weiterhin mit ähm, Waffen unterstützt wird. Und was äh, den äh, Nahostkonflikt äh, angeht, da ist sie in der Rhetorik so ein bisschen stärker, dass sie auch sagt, man müsste die palästinensische Zivilbevölkerung schützen und so weiter. Aber faktisch hat das jetzt nicht dazu geführt, dass sie jetzt irgendwelche, ja, über Lippenbekenntnisse hinausgehende Maßnahmen gefordert hätte. Also man könnte ja einfach zum Beispiel die Waffenlieferungen ähm, von USA an Israel erstmal aussetzen und sagen, bevor jetzt da kein Waffenstillstand gemacht wird oder irgendwas. Oder dass man das zumindest an Bedingungen knüpft, diese Waffenlieferungen. Aber nichts davon hat sie gemacht oder gefordert. Also deswegen ist da auch davon auszugehen, dass diese Politik einfach so weitergeführt werden wird. Ähm, Was ähm, dann natürlich zu den Wahlprogrammen auch noch gesagt werden muss, ist, dass es halt, bei, wie das bei Wahlprogrammen ja immer so ist, dass natürlich fraglich ist, ähm, was davon überhaupt durchgesetzt werden kann. Und das gilt sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also jetzt bei den sozialstaatlichen Versprechen von Harris, da habe ich ja schon davon ähm, gesprochen, dass das also quasi. Auch Biden schon versucht hat, eben diese Maßnahmen permanent zu machen, aber dass das gescheitert ist an seiner eigenen Partei und auch Harris müsste dann ja erstmal schauen, ob sie dafür Mehrheiten kriegt. Umgekehrt ist es bei Trump auch so, also wenn er das jetzt wirklich durchziehen wollte, 11 Millionen Menschen aus den USA abzuschieben, von denen sieben bis acht Millionen arbeiten und quasi auch in den USA ja gebraucht werden in den Jobs, dass das also ein ökonomisches Desaster ohne Gleichen wäre. Also Ökonomen gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung der USA um fünf Prozent einbrechen würde, wenn das also durchgeführt werden würde. Und ähm, von den ganzen gesellschaftlichen ähm, Verwerfungen, die das hervorrufen würde, ganz zu schweigen. Und deswegen ist auch davon auszugehen, also, dass das einen massiven Widerstand in verschiedensten Bevölkerungskreisen, auch Wirtschaftskreisen, zum Beispiel ähm, Hervorrufen würde und deswegen halte ich das zum Beispiel auch nicht für sehr realistisch, dass das tatsächlich so durchgeführt wird und halte das eher für so eine Art Schüren des Ressentiments, wodurch er eben Wählerstimmen gewinnen möchte. Ich denke schon, dass sich sicherlich die ähm, Migrationspolitik unter Trump nochmal verschärfen würde, das denke ich schon, aber eben nicht in diesem radikalen Maße, wie er das da ähm, fordert. Hat eine Frage: ähm, Wer steht eigentlich derzeit hinter Trump? Also, welche Leute sind mögliche Kabinettskandidatinnen? Sind diese weiterhin Old White-Leute wie vorher? Weißt du da was drüber oder hast du da gerade auch keinen Einblick? Also, ich ähm, das kann ich jetzt tatsächlich nicht so genau sagen. Also, ich weiß, dass jetzt zumindest diese. Äh, ähm, religiös konservative Rechte offenbar nicht mehr so einen großen Einfluss hat, aber also wen er da jetzt so als seine Berater oder seine Kabinettsmitglieder vorgesehen hat, kann ich jetzt im Moment gar nicht so genau beantworten. Ich meine, da gab es ja auch über die Jahre einen sehr großen Wandel die ganze Zeit, ne? Also er hat er ja auch immer wieder Leute halt rausgeworfen und ähm, andere Leute um sich geschart. Also auch in der Regierungszeit war das ja dass er re relativ regelmäßig Leute ausgetauscht hat, weil es ja auch teilweise dann ja. irgendwelche Skandale halt gab, weil das ja dann auch teilweise sehr dubiose Personen halt waren, die dann halt aussortiert werden mussten, weil sonst der politische Schaden zu hoch wird. Ja, und es hängt natürlich auch so mit der Persönlichkeit und dem Führungsstil von Trump zusammen, dass er eben da auch sehr autoritär und impulsiv oft ähm, reagiert hat, was den Umgang mit ähm, Leuten eben angeht. Genau. Und ich glaube, dass auch viele Leute von sich aus gekündigt haben, also tatsächlich auch aus der ähm, höheren Verwaltungsebene, die eben bestimmte ähm, Sachen von Trump nicht mitmachen wollten und oder da mit seinem Führungsziel einfach nicht klargekommen sind und deswegen quasi die ähm, ihren Posten verlassen haben. Genau. Sonst war noch die Frage von äh, Slowbad, noch ein paar Worte zum Sturm aufs Kapitol. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich eigentlich den Gedanken ganz interessant, dass, dass ich schon die, eine mögliche zweite Amtszeit von Trump gefährlicher finde als die erste. Und ähm, das liegt jetzt nicht nur an dem, an dem vielleicht noch radikaleren Ton, als er das bisher hatte, sondern man hat ja schon gesehen, dass er halt versucht hat, sich an der Macht zu halten. Das ist natürlich überhaupt nicht gelungen und. Ähm, zeigt ja auch dass er dass, er, dass er jetzt halt, also er hat ja keine Diktatur oder so errichtet oder so aber es gab halt ja schon so Elemente davon dass er dann mit das halt über diesen Sturm und auch über ähm, ja auch mit den mit den Gerichten und was er da alles dann versucht hat halt eben diese typische Entwicklung von jetzt allen Staaten die halt eine rechte bis rechtsradikale Regierung bekommen haben also diesen das halt einfach alles mehr so auf sich einzuschwören um halt die eigene Machtbasis, ähm, auch auf Dauer dann zu festigen und ich glaube schon, dass das halt eine Ebene ist, die er, wenn er jetzt ein zweites Mal an die Macht kommen sollte, äh, nochmal deutlich stärker verfolgen wird und ähm, und auch, denke ich schon, auch ein bisschen härter noch gegen seine Feinde vorgehen wird. Also das ist ja jetzt auch was jetzt halt äh, Harris zum Beispiel sagt, dass er halt auf Rache aus ist und so weiter und so fort und ich kann mir das schon vorstellen, dass er da, ähm, dass das halt alles nur eine Gangart härter wird, unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass es jetzt halt, wie du das auch schon gesagt hast, in der Frage der Migration, also jetzt halt so viele Millionen Menschen aus dem Land zu weisen, das wäre ja halt schon eine, also dafür müsstest du eigentlich diktatorische Mittel schon sehr stark anwenden oder eigentlich, ja, eigentlich eine, eine halbe Diktatur mindestens ausrufen. Und das halte ich dann auch nicht für wahrscheinlich, aber es wird auf jeden Fall, denke ich, eine härtere Gangart nochmal werden. Also, ich denke, dass das richtig ist, aber dass man es halt gleichzeitig quasi auch ähm, ja nicht ähm, ja übertreiben soll, wie er also Trump sozusagen als ähm, ja, Faschisten oder was auch immer da eben an die Wand zu malen. Also, ähm, sicherlich gab es diese Sachen, dass er eben die, äh, das Wahlergebnis nicht anerkannt hat und dass er versucht hat, da das in Frage zu stellen und dass er auch diese Leute, die dann das Kapitol versucht haben zu stürmen, quasi da auch aufgeputscht hat und so weiter. Aber trotzdem finde ich dass zum Beispiel diese, diesen 6. Januar da so als so einen Putschversuch hochzustilisieren, finde ich dann trotzdem halt übertrieben. Also das war jetzt kein organisierter Putsch, sondern das waren halt jetzt so ein Haufen von wild gewordenen, ähm, Bürgern, die jetzt da halt äh, randaliert haben, aber das ist jetzt zwar keine ernsthafte Gefahr für den amerikanischen Staat oder sowas. Und es gab jetzt keine ernsthaften Putschpläne von Trump. Und ähm, deswegen also ist es teilweise natürlich auch eine Wahlkampfmasche von der republikanischen Seite, ihn jetzt so als eine Gefahr für die Demokratie und so weiter und darzustellen, um den Unterschied zwischen ihnen und Trump als möglichst groß erscheinen zu lassen. Und deswegen soll, denke ich, da sollte man auch nicht gar zu sehr drauf reinfallen. Ähm, und was jetzt zum Beispiel dieses, das auf Rache aus äh, ist, das, da ist, glaube ich, ein bisschen schon was dran. Also es gab zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen auch so einige Großkapitalisten, die quasi jetzt auch davon abgerückt sind, die Demokraten zu unterstützen und ähm, die sich da jetzt bewusst irgendwie neutral und bedeckt halten. Und da sagt man auch, dass die wahrscheinlich auch Angst haben vor irgendwelchen Vergeltungsmaßnahmen von Trump, falls der an die Macht kommen sollte. Und also zum Beispiel ist es so, dass ähm, die Washington Post, was ja so eine ganz große liberale amerikanische Zeitung ist, die gehört ähm, Jeff Bezos, also dem Chef von Amazon. Und die hat bisher eigentlich immer vor der Wahl so eine Wahl Empfehlung ausgesprochen. Und zwar meistens für die Demokraten. und ähm, Chef Bezos hat jetzt also quasi in der Redaktion das verboten. Er hat gesagt, die dürfen jetzt diesmal keine Empfehlung aussprechen, sondern sollen sich da neutral halten. Und das kann man schon so interpretieren, dass er da Angst hat vor gewissen Vergeltungsmaßnahmen, die es also von Trump geben könnte, wenn er an die Macht kommt, dass er dann eben gegen Amazon irgendwelche Maßnahmen ergreifen würde. Und ähm, das wäre also durchaus ihm zuzutrauen. Genau, also deswegen, ich denke schon, dass du, also wenn er wieder an die Macht kommen sollte, dass er so gewisse autoritäre ähm, Züge seine Herrschaft schon tragen würde. Aber dass das jetzt quasi direkt ein Schalter umgelegt wird und man dann im nächsten Tag in der Diktatur aufwacht und so weiter, das halte ich für unrealistisch. Ja, aber das ist ja immer diese, diese Märchenerzählung von Reliker so von linker Seite bis... Bis in das liberale Lager hinein, wo man sich ja einig ist ähm, und es halt noch nie gestimmt hat bisher. In allen, also sowohl beim ersten Mal Trump als auch ähm, in Brasilien, als auch in Polen, etc. pp. Da kann man jetzt ja sehr viele Beispiele aufzählen, aber naja, die äh, scheint ja halt nicht, nicht keine großartige Veränderung in dem Verständnis und der Analyse bei vielen Leuten zu erzeugen, dass es dann halt nicht, nicht so eintritt, <laughs> ja? wie dann immer mhm. an die Wand geschrieben wird. Interessant war auch noch die andere Frage von Nightmare. Wie ist Trump Standing in der eigenen Partei, wenn Leute wie Schwarzenegger sich öffentlich für Harris aussprechen? Ähm, vielleicht hast du dazu ja noch ein, zwei News, aber ich denke, es ist auch bei so einem autoritären Führungsstil, du hast es ja gut aufgezeigt, dass es dann halt auch ähm, zum Beispiel bei der Abstimmung des Programms halt ne, eigentlich einen ja wenig demokratisches Vorgehen innerhalb der Partei gab und eher einen, einen Vorsetzen und einer fertigen Entscheidung. Und ich denke, sowas provoziert natürlich dann auch immer eine Opposition, die sich halt dann auch von so jemandem distanziert. Ungeachtet dessen, dass, dass diese Partei schon wahrscheinlich sehr stark hinter ihm steht, weil er ist halt das absolute Aushängeschild. Und ich glaube, auch ohne, ohne Trump hätte, hätte diese Partei halt auch ein großes Problem sich wieder neu ja, darzustellen, neu zu erfinden und auch wieder neue Anklang zu finden in der Bevölkerung. Ja, das denke ich auch. Also es ist ja auch so, dass die Partei sich das zum Beispiel hat gefallen lassen auf diesem Parteitag, dass er so das Programm bestimmt hat. Da, die hätten ja das auch irgendwie boykottieren oder sich dagegen wehren können, die ähm, Delegierten. Und das ist nicht passiert. Und das ist, glaube ich, genau ein Zeichen dafür, dass halt schon auch die Wahrnehmung vorherrscht, dass Trump, dass man an Trump nicht vorbeikommt. Und dass deswegen dieser Führungsstil irgendwie auch ähm, akzeptiert wird vom Großteil ähm, der Partei. Genau. Okay, äh, dann können wir vielleicht jetzt noch zur ähm, Seite der sozialen Kämpfe kommen, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt. Eine Sache noch, und Oder zwar: gibt's noch was? Ähm, Metasynthetik hat noch äh, gefragt, warum sind die meisten Milliardäre für die Demokraten? Und ich denke, der Grund dafür ist tatsächlich, Generell, warum halt auf der Welt jetzt, in, in, auch in Deutschland und in den allermeisten Staaten, halt die, die, die meisten Teile der, der Kapitalistenklasse an der Seite von halt eher den, ähm, den etablierten Parteien, den etablierten Kräften sind, weil das ist halt quasi etwas, was sie beurteilen können. Das äh, gab es halt die ganzen Jahre und Jahrzehnte über, das sind halt sichere einfach Produktionsbedingungen und sichere Bedingungen. Um Kapital zu erwirtschaften, woran man sich halt eben orientieren kann. Und halt bei so jemandem wie Trump oder auch bei der AfD oder anderen, die, wir die wirbeln ja schon halt einiges dann um und, ähm, und sorgen halt auch für eine gewisse Unsicherheit ähm, für die Kapitalfraktionen in ihren ähm, ja, Bedingungen. Und das führt, denke ich, dazu, äh, dass, dass, halt, dass es da relevante Teile gibt und dann sind halt bestimmte rückwärts gewandte Ideen wie jetzt halt beispielsweise man will halt alle Leute mit irgendwie ähm, da Millionen von Leuten aus dem Land schaffen. Ne, das ist ja auch eine Sache. Das ist ja mega schlecht für die meisten Konzerne und so ne für die meisten Kapitalisten, weil die wollen ja diese billigen ähm, Arbeitskräfte, die man halt auspressen kann, die sich halt, ja, für, für weniger Geld abspeisen lassen, als halt hier schon dann irgendwie die angestammte Bevölkerung, die halt schon äh, seit Generationen hier wohnt, die das halt vielleicht weniger mit sich machen lassen. Und dementsprechend ähm, sind das auch einfach Dinge, die wirklich die Kapitalinteressen dann teilweise von den, von solchen Konzernen halt gefährden. Also ich denke, ähm, dass dieser Punkt der, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit ähm, der Demokraten, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt bei dem Adam Toos, das ist ein Historiker aus den USA, der auch ab und zu einen Podcast zu aktuellen politischen Themen macht, äh, gehört äh, zu der Frage. Das fand ich ganz interessant, dass er meinte, dass auch so vom Typus her, vom Sozialtypus eben, äh, so diese. Chefs von wirklichen äh, milliardenschweren Großunternehmen halt viel besser eigentlich zu den Demokraten passen als zu Trump, weil eben solche ähm, CEOs von irgendeinem Unternehmen, was Hunderttausende von Mitarbeitern hat, also quasi auch in einem sehr reglementierten ähm, Umfeld agieren, wo es also bestimmte Sprachregelungen gibt und man muss sich sozusagen mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen gut stellen. Und da kann man dann auch nicht einfach so unüberlegte Sprüche raushauen, wie das halt Trump die ganze Zeit tut. Und ähm, man muss dann auch so einen gewissen PC-Code haben und auch zum Beispiel die großen Chefs von Banken und so weiter in den USA haben sich dann auch positiv auf die Black Lives Matter-Bewegung äh, bezogen und dann sind da niedergekniet und so weiter, um da ihre Referenz zu erweisen. Und das sind halt alles Sachen, das würde Trump nicht tun. Und ähm, der ist halt einfach einer, der so frei herausredet, was ihm ein Ressentiment in den Sinn kommt. Und das ist eher sozusagen so eine Gruppe von Kapitalisten, die dem auch... Eher aufgeschlossen gegenüberstehen, die halt selber so vielleicht mittelgroße Unternehmen von ein paar hundert ähm, Angestellten haben und die da wirklich so als Herr im Haus agieren können und die jetzt nicht in so ein Regelwerk eingebunden sind, dass sie sich mit einem Betriebsrat und mit ähm, anderen Gruppen irgendwie gut stellen müssen, sondern die tatsächlich auch so ein bisschen autoritär ihr eigenes Unternehmen führen. Und ähm, oft sind das dann auch so zum Beispiel so Risikokapitalisten, die also quasi so ähm, irgendwelche. Ähm, ja, Startups finanzieren und so weiter und da halt mit Geld jonglieren, aber relativ unabhängig sind ähm, in ihren privaten Aktionen und die ähm, dann eher das anspricht, was also Trump, ähm, ja, sein Stil und so weiter. Also der Einzige, der da quasi ein bisschen rausfällt, ist eben äh, Elon Musk, den wir schon angesprochen haben, als Großkapitalist, der jetzt mit Tesla ja auch. Ähm, Fabriken mit Tausenden von Angestellten besitzt, aber der trotzdem vom Typus her tatsächlich aus dieser Risikokapital- und ähm, Tech-Ecke äh, kommt, wo es halt auch sehr stark darum geht, dass jetzt so exzentrische Persönlichkeiten eben aus ihren ähm, innovativen Ideen ein Vermögen machen und dann quasi auch so als diese Persönlichkeit ähm, mit ihren Ecken und Kanten in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist aber eine ganz andere Kultur als die von eben diesen etablierten Großunternehmen die sich dann eben nicht für so einen Trump aussprechen. Die jetzt auch, also zur Zeit, wie ich ja auch ausgeführt habe, ein bisschen leise geworden sind, was das öffentliche Aussprechen für die Demokraten ist, weil sie da vielleicht auch ein bisschen Angst haben, wenn Trump jetzt doch an die Macht kommen sollte, was dann mit ihnen passiert. Aber die auf jeden Fall eigentlich so einen Trump nicht attraktiv finden, soweit ich das verstanden habe. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Also, ich äh, würde ja sagen, es geht jetzt bei dieser Wahl nicht darum, irgendwie sich für ein kleineres Übel zu entscheiden. Und es ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, wo man sein Kreuz macht äh, an der Wahlurne, sondern das Ausschlaggebende ist eben, welche sozialen äh, Kämpfe äh, passieren. Und das ist sozusagen die wirkliche Front, an der man Verbesserungen für die lohnabhängige Klasse erkämpfen kann. Und deshalb wollte ich darauf ein bisschen eingehen, was da in den letzten Jahren ähm, passiert ist. Und ähm, da würde ich auch wieder in der Trump-Ära beginnen. Und äh, da war es so, dass diese reaktionäre Politik von Trump eben ein sehr spe breites Spektrum von Gegenbewegungen hervorgerufen hat. Also sowohl von der äh, liberalen Zivilgesellschaft bis hin zu radikalen Linken und vor allem auch von den betroffenen Gruppen ähm, selbst. Das ging schon am Tag der Amtseinführung los mit ähm, anarchistischen Demo in Washington, ähm, wo es auch zu Riots kam und was eben von den Anarchisten auch so thematisiert und propagiert wurde, dass gesagt wurde, wir dürfen jetzt gar nicht erst am Anfang ähm, den Schein entstehen lassen, dass Trump so mit seiner autoritären Politik durchmarschieren kann, sondern wir müssen von Anfang an klar machen, es gibt Widerstand und das wird dann auch andere inspirieren und so weiter und das also haben sie dann so versucht und durchgezogen. Und es ging dann am zweiten Tag nach der Amtseinführung eben weiter mit dem großen Women's March on Washington, wo also ungefähr eine halbe Million Menschen in der Hauptstadt auf der Straße waren, um eben gegen diese sexistische Politik von Trump und auch seine ganzen Äußerungen und so weiter und dem, was da vielleicht noch folgt an Gesetzgebung, die eben Frauenrechte einschränkt, zu protestieren. Und insgesamt waren im ganzen Land vier bis fünf Millionen Menschen auf der Straße. Das war also nie zuvor in der Geschichte der USA, gab es einen Tag, wo so viele Menschen auf der Straße waren. Und ähm, das ging dann weiter auch das mit umweltbezogenen ähm, Protesten, also gegen Pipeline-Projekte zum Beispiel, die Trump dann genehmigt hat, wo dann sowohl äh, VertreterInnen von indigenen Völkern, die eben in diesen Regionen gelebt haben, als auch ähm, Umweltaktivisten gemeinsam dagegen mobilisiert haben. Es gab auch Proteste gegen die Migrationspolitik. Also vor allem gegen diesen Einreiseverbot äh, ähm, aus muslimischen Ländern wurden also Flughäfen besetzt und tausende von Leuten haben da spontan demonstriert. Und da war es tatsächlich auch so, dass sich damals diese großen Tech-Konzerne, sowas wie Google, Amazon, Facebook und so weiter, auch sehr stark dagegen ähm, ausgesprochen haben, weil viele der Mitarbeiter tatsächlich auch ähm, Migranten eben waren und die haben auch ihren Angestellten freigegeben, dass sie da demonstrieren können und... Ähm, es war auch so, dass es zum Beispiel einen großen Taxifahrerstreik in ähm, New York gab gegen dieses ähm, Gesetz. Und Airbnb hat kostenlose Unterkünfte angeboten für Migranten, die jetzt also irgendwie gestrandet sind wegen diesem ähm, Einreiseverbot und dann erstmal nicht weiter konnten und so weiter. Und ähm, das alles hat auch dazu geführt, dass jetzt diese ähm, ja dieses Einreiseverbot dann erstmal gestoppt wurde, dass es dann aber in, später in veränderter Form dann doch wieder ähm, weitergeführt wurde. Und es gab aber auch also breiten Widerstand gegen die Abschiebungspolitik, zum Beispiel also Versuch, Abschiebung zu verhindern, Abschiebezentren zu blockieren und so weiter. Und es gab ein Day Without Immigrants, wo also... Ähm, Migranten halt in Massen quasi die Arbeit verweigert haben oder halt an dem Tag nicht zur Arbeit gegangen sind oder nicht zur Schule oder nicht in die Uni und so weiter, um einfach zu zeigen, okay, was passiert denn mit Amerika, wenn es keine Migranten mehr gäbe? Und also all das war eine sehr, sehr breite Bewegung oder verschiedene Bewegungen, die sich dann auch überlagert haben. Weiter wäre wichtig in dem Zusammenhang zu nennen die antifaschistischen Mobilisierungen. Also es gab ja und dann... Mit äh, der Machtübernahme von Trump auch so ein Aufblühen von diesen rechtsradikalen Milizen in den USA, die dann auch Aufmärsche gemacht haben und so weiter. Und da gab es auch breite äh, Mobilisierung dagegen, wo dann auch vor allem die radikale Linke und anarchistische Kräfte sehr stark mit beteiligt waren. Und dann der Höhepunkt der ähm, sozialen Bewegung natürlich in der Trump-Zeit ähm, waren dann die George-Floyd-Unruhen und diese riesigen ähm, Mobilisierungen, die es dann eben gab. Und da hat sich dann quasi auch so eine Verbindung äh, herausgestellt zwischen der Protestkultur der Mittelschichten und dann eben dem breiteren Aufstand auch von ähm, ja, der abgehängten Unterschicht. Genau. Und ähm, ich denke, dass all diese Bewegungen durchaus ihre ähm, gesellschaftliche Wirkung ähm, hatten. Und ich habe dann... Ähm, äh, Text gefunden von Crime Think, dieser amerikanischen, diesem amerikanischen anarchistischen Netzwerk, wo ich fand, die haben das ganz gut auf den Punkt gebracht, die eben geschrieben haben: Also, nicht, ähm, Joe Biden hat Trump besiegt. Es war der Widerstand von unten durch Antifaschisten, Anarchisten, Abolitionisten und vor allem mutige Mitglieder der angegriffenen Communities, der das, be das begrenzte, was Trump und seine Anhänger während seiner Präsidentschaft tun konnten. Also, einfach die Aussage, dass Trump durch diesen ganzen Widerstand, der er, dem er ausgesetzt war, halt einfach auch nicht so durchmarschieren konnte, wie er das vielleicht wollte und vieles von seinen Projekten einfach nicht so durchziehen konnte. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass es eben nicht, die Leute nicht gewartet haben, vier Jahre bis zur nächsten Wahl und dann zu versuchen, das durch, ähm, ihre Wahlentscheidung irgendwie eine wieder bessere Politik herbeizuführen, sondern dass sie halt direkt gehandelt haben und auf die Straße gegangen sind und protestiert haben und dass sie dadurch, denke ich, schon mal schon auch an bestimmten Punkten eben diese reaktionäre Politik von Trump zumindest behindern und einschränken konnten. Ja, auf jeden Fall. Und halt, aber ich meine, das wird, weiß ich nicht, ob das es wahrscheinlich eher nicht geschrieben haben, aber und was wir halt auch schon gesagt haben, dass es einfach eine Ganz normale Einhegung von dann halt auch ähm, ja dem, was jetzt halt Trump halt ursprünglich mal wollte, in das allgemeine Staatsgeschehen, was dann halt möglich ist und was dann halt nicht möglich ist, in, äh, für, für halt so eine parlamentarische Politik umzusetzen. Ne? So dass dann einfach das Wahlprogramm auch, auch einfach in die Realitäten äh, des Systems und ähm, der, der ganzen Zwänge und der ganzen verschiedenen. Kapitalfraktionen und deren Interessen genau. und so weiter halt stößt. Das ist auf jeden Fall richtig, aber ich denke auch, es ist jetzt nicht verkehrt, dass äh, Crime Think ja. eben ja. auf die Handlungsmacht ähm, von uns als äh, normalen Menschen und äh, politisch organisierten Gruppen und so weiter verweist und aufzeigt, okay, es macht auch einen Unterschied, ob sich Leute organisieren und gegen Abschiebungen und so weiter protestieren oder ob das halt nicht passiert. Ja, das finde ich schon auch wichtig. Ja. Und, also, wenn man jetzt weitergeht äh, zu beiden ähm, Amtszeit, da ist es so, dass diese Art von Mobilisierungen relativ ähm, weitgehend weggebrochen sind, erstmal. Und dass es dafür aber so eine Rückkehr der gewerkschaftlichen Streiks gab, die eben auch ganz interessant ist. Und so ein Übergangsphänomen ähm, war der sogenannte Big Quit, der so Ende der Pandemie 2021 seinen Höhepunkt erreicht hat. Das war eine massive Kündigungswelle. Also ähm, 46 Millionen Menschen haben 2021 ihren Job gekündigt in den USA. Das ist ein Viertel der Beschäftigten überhaupt. Und ähm, der Ex-Arbeitsminister Robert Reich, der also unter Clinton Arbeitsminister war, der hat also von einem inoffiziellen Generalstreik gesprochen. Also dass quasi diese ganze, also in die, durch diese massive ähm, Art der... Ähm, Kündigung, die ja erstmal individuelle Entscheidungen sind, dass das quasi dann auch eine politische Dimension hatte und dass man das als eine Art auch von äh, Widerstand gegen die Arbeitsbedingungen eben sehen kann. Und das gab es natürlich, gab es ja in Deutschland auch in gewisser Weise, dass also Leute jetzt im Homeoffice zum Beispiel mehr Zeit zum Nachdenken hatten und dann eben keine Lust mehr hatten, in diese ähm, Arbeitsverhältnisse zurückzukehren und dass es ihnen klar geworden ist, was tue ich mir da eigentlich an und für dieses wenige Geld, diese schlimmen Arbeitsbedingungen aus, auszuhalten, dass also viele Leute das nicht mehr machen wollten und dass gerade in den ähm, Arbeitsbereichen, wo eben schlecht bezahlte und besonders harte Arbeit ähm, vorherrscht, wie zum Beispiel ähm, Im Gesundheitswesen, dass eben sehr viele Leute dann ihre Jobs verlassen haben. Und das war halt in den USA noch viel, viel ausgeprägter. Äh, und das hängt auch damit zusammen, dass dadurch, dass jetzt eben das Arbeitslosengeld erhöht wurde und dass es auch diese Schecks ähm, gab vom Staat, wo man jetzt einfach so ein äh, Geld bekommen hat, dass äh, viele Leute plötzlich ohne Arbeit mehr Geld hatten, als sie sonst vorher mit Arbeit hatten und dass sie deswegen gesagt haben, warum soll ich mir das eigentlich antun, jetzt wieder in diesen miesen Job zurückzugehen? Und ähm, dass sich also auch gerade in der Gastronomie zum Beispiel sehr viele Leute einfach gekündigt haben und sich dann versucht haben, irgendwo anders einen besseren Job besser bezahlt und mit besseren Bedingungen eben zu finden. Und ähm, ja, das ähm, war tatsächlich also eine sehr relevante Entwicklung ähm, gegen Ende der Pandemie. Und ich denke, dass man dieses Ende dieses temporären Sozialstaats vielleicht auch vor diesem Hintergrund sehen muss. Also das hatte ich ja vorhin besprochen, dass das also nicht ähm, geglückt ist, diese Sozialstaatsmaßnahmen zu verlängern und dass das möglicherweise auch damit zu tun hat, dass gesehen wurde, okay, die Leute... Ähm, verweigern jetzt massenhaft die Arbeit und wir müssen jetzt irgendwie dazu zwingen, dass sie halt wieder ähm, zur Arbeit zurückkehren, sonst hat der Kapitalismus in den USA ein Problem und dass das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sich einige Politiker dann gesagt haben, nee, wir sollten diese Sozialstaatsmaßnahmen wieder schleunigst wieder abschaffen, damit halt die Leute wieder gezwungen sind, eben Arbeit aufzunehmen. Genau. Und diese ähm, big Quit welle ist dann eigentlich dann auch ähm, relativ umstandslos übergegangen in eine große ähm, Streikwelle. Also dass ab ähm, 2021 das also losging, dass in allen möglichen Bereichen ähm, Streiks ausgebrochen sind. Also USA war ja lange Zeit ein Land, wo es sehr wenige Streiks gab. Und also dann, es war die höchste Streiksbeteiligung seit 15 Jahren und vor allem im Niedriglohnsektor wurden halt also gerade da, wo auch viele Leute gekündigt haben und so weiter, wurden dann halt auch ähm, deutliche Lohnerhöhungen erkämpft. Und ähm, genau, da gab es so ein paar Streiks, auf die ich noch mal ein bisschen genauer eingehen äh, möchte, weil die relativ bedeutsam waren. Also einer davon war der Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren. Letztes Jahr war das und der hat also Hollywood für ein paar Monate ähm, zum Stillstand gebracht. Das also weil die möglichen Produktionen auch nicht ähm, weitergeführt werden konnten. Und das ist interessant, weil das der erste Streik war, wo es auch um die Einsatzbedingungen von künstlicher Intelligenz ging. Also es ist ja so, so dass sowohl Schauspieler als auch Autoren davon offen sind, weil man ja durch generative KI sowohl Drehbücher ähm, schreiben lassen kann, als auch, dass es halt ähm, Überlegungen und erste Versuche gibt, dass man also von Schauspielern sowas wie virtuelle Doppelgänger ähm, erstellt und dann quasi mit KI auch irgendwie Filmsequenzen quasi drehen kann, wo dann gar kein realer Mensch mehr vor der Kamera stehen muss. Und alles das sind natürlich Versuche oder dass diese Technologie äh, möchten die Unternehmen nutzen, um die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und Arbeitskräfte einzusparen, den Lohn äh, zu drücken und so weiter. Und dagegen haben sich eben die ähm, Beschäftigten da auch gewehrt und haben es tatsächlich auch geschafft, einige ähm, Zugeständnisse ähm, ja durchzusetzen. Also zum Beispiel, dass äh, bei den Autoren das also KI-Einsatz nicht dazu führen darf, dass ähm, der Lohn dann reduziert wird. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, du hast jetzt ähm, Chat-GPT äh, benutzt, um dir da eine Vorlage zu machen. Also zahlen wir dir jetzt auch nur noch die Hälfte oder nur noch ein Drittel von dem, was du sonst für das Drehbuch bekommen hättest, sondern dass man sagt, nee, das Drehbuch ist ein Drehbuch und dafür kriegt man so und so viel Geld und nicht, das kann jetzt nicht dadurch reduziert werden, dass man sich mit KI da geholfen hat und es wurde auch festgelegt, dass quasi ein Autor tatsächlich auch nur ein Mensch sein kann und nicht irgendwie eine Maschine und dass deswegen auch diese Autorenschaft quasi nicht dadurch in Frage gestellt werden kann, dass man sich jetzt mit künstlicher Intelligenz da irgendwie geholfen hat. Genauso ist es so, dass die Schauspieler auch durchgesetzt haben, dass wenn ähm, quasi ähm, Arbeitszeit eingespart wird, dadurch, dass man so einen virtuellen Doppelgänger erschaffen hat, dass das nicht dazu führt, dass sie dann weniger Lohn bekommen. Also wenn man sagen wir mal, jemand musste zwei Tage lang Schauspielern, um dann Bildmaterial dadurch zu generieren, was dann verwendet wird, um dann quasi so in virtuelle Filmsequenzen zu machen und diese Filmsequenzen hätten dann aber normalerweise zehn Tage gebraucht, also hat man dann Arbeit eingespart, dass trotzdem dann man für die zehn Tage bezahlt werden muss und nicht nur für die zwei Tage, die man dann vor der Kamera stand. Und das sind halt schon Sachen, da werden natürlich die Unternehmen auch wieder irgendwelche Schlupflöcher und Wege finden, versuchen, das zu umgehen und doch quasi diese Techniken dann auszunutzen, diese Technologien, um halt ihren Gewinn rauszuschlagen, aber ich finde es insofern interessant, dass das eben zeigt, dass die künstliche Intelligenz auch nicht einfach so eine Art ähm, Naturgewalt ist, die jetzt über uns kommt und wo, der wir hilflos ausgeliefert sind, sondern dass halt die Art und Weise, wie sowas eingesetzt wird, halt auch von gesellschaftlichen Kämpfen und von unserem Handeln abhängt. Und das ist, glaube ich, eine relativ wichtige Erkenntnis an der Stelle. Ähm, weiterer wichtiger Streik, den es noch gab, ist der Streik der auto ähm, Arbeiter, das war auch jetzt ähm, letztes Jahr. Da haben also die United Auto Workers, ähm, das ist die Gewerkschaft ähm, im ähm, Automobilsektor, die großen drei ähm, amerikanischen Unternehmen General Motors, Stellantis und Ford gleichzeitig bestreikt und hat da auch ein ziemlich gutes Ergebnis von durchschnittlich 25 bis 30 Prozent mehr Lohn ähm, rausgeschlagen. Und es war auch interessant. Dass also vor allem die unteren Lohngruppen da profitiert haben und dass man sogar auch durchgesetzt hat, teilweise, dass eben also diese Umg Umstellung zur Elektromobilität wurde von den Unternehmen auch genutzt, dass man eben ausgelagerte Firmen oder Fabriken eben gebaut hat, wo dann zum Beispiel diese Batterien hergestellt werden, wo man dann halt schlechtere Arbeitsbedingungen hat einfach. Und da hat aber jetzt bei diesem Streik die Gewerkschaft auch durchgesetzt, dass also auch solche ausgelagerten Batteriefabriken, zum Beispiel bei General Motors, dann nach dem gleichen Tarif bezahlt werden müssen wie die Stammwerke. Also auch da ähm, zeigt sich quasi, dass die Arbeiter durch ihre eigenen Aktionen da viel mehr erreichen können, als jetzt die beiden Regierungen zum Beispiel für sie dann erreicht hat. Dann, was auch noch interessant war, jetzt gerade diesen Oktober, also erst vor ein paar Wochen, ähm, der Streik der Hafenarbeiter. Also es gab einen großen Streik an der Ostküste, ähm, der erste seit Jahrzehnten. Ähm, und da konnte tatsächlich in nur drei Tagen Streik eine Lohnerhöhung von 61 Prozent erreicht werden, was ja wirklich beachtlich ist. Und das zeigt natürlich auch die Macht ähm, von den Hafenarbeitern, die da ja an einer sehr wichtigen Stelle sozusagen in der ähm, in der Lieferkette sind und ähm, auch da wurde ähm, gefordert von beiden, dass er quasi von diesem Recht Gebrauch machen soll, das jetzt sozusagen als strategisch wichtige ähm, Sektor da den Streik zu verbieten. Hat er aber in dem Fall nicht gemacht und ähm, hat wahrscheinlich nicht getraut, jetzt auch im Wahlkampf. Und ähm, dadurch konnten die Arbeiter das eben durchsetzen und ähm, Insgesamt, das finde ich als Fazit wichtig zu betonen, ist, dass, halt die, dass es tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse, vor allem der unteren Schichten, geführt hat, diese Streikwelle. Man sagt, dass also die Ungleichheit in den USA seit den 80er Jahren massiv gestiegen ist, aber dass in den letzten Jahren ein Viertel von dieser... Ungleichheit wieder rückgängig gemacht werden konnte, eben durch diese Streikwelle. Und dass das quasi viel mehr ähm, gebracht hat für die lohnabhängige Klasse letztendlich als diese ähm, sozialstaatliche Rhetorik und Versuche der beiden Regierungen. Und ähm, genau, also das ähm, finde ich an der Stelle sehr interessant. Und dann noch vielleicht abschließend ähm, zu erwähnen, gab es ja auch jetzt diesen Sommer eben eine massive ähm, Gaza-Solidaritäts- Bewegung ähm, an den Unis, die wirklich auch eine massive ähm, Mobilisierung war. 120 Unis im ganzen Land waren beteiligt und das ist also die größte studentische Protestbewegung seit ähm, dem Vietnamkrieg gewesen und äh, hat zwar bisher noch nicht wirklich dazu geführt, dass sich die amerikanische Politik an dem Punkt geändert hat, aber trotzdem ähm, ist das also sehr ähm, bedeutsam gewesen. Und jetzt. Ähm, habe ich bei Adam Toos im Podcast gehört, dass also die ähm, Columbia University, wo er also unterrichtet, mittlerweile so einem Hochsicherheitstrakt äh, gleicht, wo also an jeder Ecke irgendwelche Securities stehen, weil man sozusagen jetzt im neuen Semester, was jetzt begonnen hat, auf jeden Fall verhindern möchte, dass es wieder zu irgendwelchen Besetzungen kommt und dass das quasi weitergeht mit dieser Protestbewegung. Und man kann nur noch mit irgendeinem Barcode dann überhaupt das Gebäude betreten und das ist also jetzt sehr. Ähm, Streng überwacht, um eben zu verhindern, dass eben so eine Bewegung sich da fortsetzt. Ist okay, also, soweit meine Zusammenfassung. Ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es unter äh, Trump dann halt sehr viele von diesen Kämpfen gab, die sich, ja, ich sag jetzt mal, um auch Diskriminierungsverhältnisse ähm, gerichtet haben oder halt antifaschistische Abwehrkämpfe oder jetzt halt auch dann ähm, Kämpfe für Frauenrechte oder ähm, antirassistische Kämpfe. Ich meine, man könnte ja eigentlich sagen, okay, unter beiden könnte es das jetzt alles genauso geben, weil der institutionalisierte Rassismus in den USA ist ja auf einem ganz anderen Level nochmal, als was wir hier in Deutschland haben. Und da könnte es halt egal, unter welcher Regierung diese Kämpfe geben, das ändert sich ja auch nicht. Ähm, nur weil jetzt irgendwie Biden an der Macht ist. Aber ich glaube, dann ist einfach ein anderer gesellschaftlicher Fokus auf diesen Fragen, weil das ganz anders verhandelt wird und das dann halt ja, einfach im Fokus steht von der, von der Auseinandersetzung und auch von den sozialen Bewegungen. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch während der Trump-Ära auch gewerkschaftliche Kämpfe gegeben haben, natürlich. Aber es ist schon interessant, dass jetzt gerade unter Biden dann das eher weniger geworden ist von diesen. Ich sage es mal im allgemeinen antifaschistischen und feministischen ähm, Abwehrkämpfen, sondern mehr halt dann dieser ähm, Fokus, was jetzt wahrscheinlich nicht nur daran liegt, aber dann halt auf eben die ökonomische Frage und auf die Streikbewegung und so weiter. Ja, ich fand das auch sehr interessant. Und ich finde, es zeigt aber auch so ein bisschen vielleicht die Schwäche von diesen ähm, Kämpfen gegen Diskriminierung, dass sie ja wahrscheinlich sich dann doch irgendwie stark haben einhegen lassen von der Demokratischen Partei, die sich ja selber irgendwie so einen progressiven Anstrich eben gibt und sagt, sie sind gegen die Diskriminierung und dass dann halt viele auch NGOs und eher zivilgesellschaftliche Akteure sich dann halt mehr davon erhofft haben, irgendwie Lobbyarbeit zu betreiben in der Demokratischen Partei, anstatt eben selber auf die Straße zu gehen und sich selbst zu organisieren. Und ähm, weil du hast ja recht, also auch unter beiden wäre das natürlich absolut notwendig gewesen, solche Kämpfe weiterzuführen. Also gerade dieses Abtreibungsurteil, das kam ja erst während der beiden Administration dann überhaupt raus. Also eigentlich hätte in dem Punkt ähm, eine Mobilisierung ähm, massiver Art ähm, anfangen müssen. Und das gab es aber nicht in der Form, aber bei Trumps Amtsantritt gab es das eben. Und deswegen, das, finde ich, zeigt auch, dass so also viele Bewegungen da noch stärker quasi sich unabhängig machen müssten, eigentlich von der etablierten Politik, um halt ihre Ziele auch erreichen zu können. Ja, wir hatten ja auch zum Beispiel bei Black Lives Matter, weiß ich noch, dass zumindest in Deutschland da die Bewegung ja auch einen sehr, sehr schwachen Klassenschwerpunkt hatte. Also da hat die Klassenfrage eigentlich eine sehr geringe Rolle überhaupt nur gespielt, obwohl die ja in den USA ja fundamental ist, ähm, auch gerade in der Rassismusfrage. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den USA noch ein bisschen anders ausgesehen hat, aber trotzdem, ähm, ja, bei jetzt einem Hafenarbeiterstreik, Hafenarbeiterinnenstreik, da muss man sich ja keine Gedanken über die Klassenfrage machen, die ist halt eben immanent da drin, ne? <laughs> ja. Ja, gibt es noch irgendwelche interessanten Fragen oder Kommentare im Chat? Also ich denke schon, aber ich glaube, also es sind noch so einzelne Sachen, aber ich, ich würde, würde jetzt nicht noch mit reinnehmen, weil wir sind ja schon ein bisschen zu Gange und ich bin ja auch immer noch ziemlich am Rande meiner meiner menschlichen Kräfte, weil ich krank bin. Okay. Ich glaube, es war schon sehr, sehr ausführlich, außer du hast jetzt noch was ähm, hinzuzufügen. Generell, generell ist es einfach finde ich sehr zentral, was du halt aufgemacht hast inhaltlich. Dass also in den USA ist ja diese Wahlschau auch noch mal auf einem ganz anderen Level als das hier ist. Ich meine, es ist halt überall krass so dieses ähm, ja Schicksalswahl und Wahl eures Lebens und dass es das halt so aufgebaut wird, dass halt davon alles abhängt und so weiter und so fort. Und ähm, in den USA ist es ja noch mal krasser, weil eine ganz andere Show darum passiert. Aber am Ende des Tages sind halt weniger jetzt die agierenden Personen entscheidend, sondern auf der einen Seite die ökonomischen generellen Bedingungen, in denen halt die jeweiligen Staaten stattfinden und die, das, verschiedene, das Verhalten von den verschiedenen Kapitalfraktionen und von auch äußeren imperialistischen Einflüssen und so weiter und so fort. Also, einfach die Bedingungen, unter denen halt ein Staat agieren muss und wo dann halt auch eine jeweilige Regierung sich ähm, bis zum gewissen Grad halt dran halten muss oder in, in einem gewissen Grad dran stattfinden muss. Und auf der anderen Seite, wie stark sind halt die Gegenkräfte von unten gegen die Bemühungen des Staates und der Kapitalisten? Und das mhm. finde ich halt also ich denke, was, ja. einen fundamentalen, fundamentalen Analysepunkt auch einfach. Zu dieser, zu dieser Frage, weil uns das halt dann, denke ich, auch hilft, ähm, da selber halt so ein bisschen drüber zu stehen, ohne dass man jetzt halt sagt, das ist alles völlig egal oder so, was da passiert. Weil einen Unterschied macht es ja schon, das haben wir auch gesehen in dem, was halt passiert ist, von der Politik aus. Genau, also es macht äh, in bestimmten Punkten schon Unterschied, aber ich denke, es ist halt auch wichtig, gerade so die Kontinuitäten zu betonen, also dass in vielen Fragen das also ähm, auch eigentlich in die gleiche Richtung weitergeht, egal welche Partei jetzt gerade in der Macht ist. Also beide unterstützen zum Beispiel zurzeit den Massenmord in Gaza. Beide eskalieren die geopolitische Konkurrenz mit China, die letztendlich ja auch die Gefahr von einem großen Krieg in sich birgt. Beide haben gemeinsam die USA zum größten Öl- und Gasproduzenten ever gemacht. Beide vertreten die Interessen des US-Kapitals und beide machen die Grenzen dicht gegenüber Leuten, die halt aufgrund unter anderem der Machenschaften dieses Kapitals eben ihre Länder verlassen müssen und so weiter. Und das heißt deswegen, in entscheidenden Fragen ähm, gibt es da einfach eine Kontinuität zwischen beiden Parteien und eben nicht diesen radikalen Bruch oder diese schicksalhafte Entscheidung, die da immer ähm, als Spektakel aufgemacht wird. Und dazu kommt ja auch noch, das finde ich vielleicht auch noch als letzten Satz nochmal wichtig zu erwähnen, dass dieses Parteiensystem in den USA ja auch nochmal einfach speziell ist. Dass du dann halt wirklich nur diese Wahl zwischen Pest oder Cholera hast. Und es halt kein mhm. noch, noch nicht mal innerhalb dieses Systems vorgesehen ist, dass es halt irgendwie eine dritte Fraktion oder so gibt. Sondern das muss sich dann halt irgendwie innerhalb dieser, dieser, dieser beiden Parteien halt manifestieren. Dass es dann halt auch irgendwie bei den Demokraten halt eine, ja, ähm, auch teilweise vielleicht sogar linksradikal anmutende oder auch ein bisschen. Klassenkämpferische aufgestellte Kräfte gibt, die halt da, ne, ähm, da irgendwas versuchen, aber im Prinzip haben diese Kräfte ja auch gar keine richtige Chance und das ist auch nicht vorgesehen in diesem Parteiensystem. So, jetzt, keine Ahnung, in, der ja. in, 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 in Deutschland oder so wäre es ja theoretisch noch denkbar, dass sowas wie in Österreich oder so passiert, dass halt dann so eine KPD-Konstrukt äh, halt, die halt irgendwie eine, eine radikalere Politik von links machen, halt irgendwie sich durchsetzt oder so, ne? Okay, dann würde ich sagen, angesichts der Zeit und Marians Gesundheitszustand, <laughs> lass uns Schluss machen. Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, schön, dass ihr heute äh, dabei wart. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich denke, das bereitet uns auch alle gut vor auf ähm, diese, diese Wahl und hilft uns, das auch allen so ein bisschen einzuordnen, was davon zu erwarten ist und was nicht. Und ja, lieben Dank an dich. Alfred für den Input heute. Und wir hören uns dann am kommenden Sonntag wieder und zwar mit Joshua im Studio. Nach <laughs> sechs Wochen wieder Joshua im Studio. Es wird ein großes Fest zum Überblick. Seid auf jeden Fall dabei und gehabt euch wohl. Macht's gut. Glück auf. Glück auf.